Wir haben die 16. Werkstatträtekonferenz unter dem Dach der Werkstattentgelte heute gestellt. Interessantes Thema für Sie alle, für uns als Politikerinnen und Politiker auch. Die Studie wurde letzte Woche veröffentlicht. Darüber möchten wir heute reden. Dafür haben wir zahlreiche Gäste hier heute und wir freuen uns auch auf Ihre Fragen vor den Bildschirmen, aber auch hier vor Ort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben dieses Jahr das Thema der Werkstattentgelte. Wir als SPD-Bundestagsfraktion möchten mit euch, mit Ihnen in den offenen Austausch gehen. Wo sind die Notwendigkeiten, wo sind die Bedarfe, wo gibt es Probleme, was braucht ihr, wie soll das Entgelt von morgen aussehen? Dafür möchten wir heute mit euch ganz offen reden. Wir wollen unsere Meinung sagen, wir wollen eure Meinung verstehen, wir wollen eure Bedarfe verstehen. Wir wollen aber auch über Fakten reden dürfen und über unsere Vorstellungen, über eure Vorstellungen. Dafür machen wir das heute. Wir haben hier ein strammes Programm. Deshalb darf ich jetzt unsere stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dagmar Schmidt, begrüßen. Herzlich willkommen, Dagmar. Vielen Dank, Taki. Liebe Werkstatträtin, liebe Werkstatträte, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie alle ganz herzlich zur diesjährigen 16. Werkstatträtekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion willkommen. Es ist schön, so viele von Ihnen wieder bei uns hier in den Hallen des Paul-Löbe-Hauses begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie den weiten Weg oftmals auf sich genommen haben. Es ist eine gute Tradition, dass wir hier zusammenkommen, denn wir wollen erfahren, was Ihnen wichtig ist und wie Sie unsere Politik finden. Und wir wollen Ihnen gerne erzählen, was wir gerade machen und was wir noch vorhaben. Denn Sie sind für uns wichtige Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, denn Sie genießen in Ihren Werkstätten das Vertrauen der Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Sie arbeiten selbst in den Werkstätten und Sie sind Ansprechpersonen der Beschäftigten. Sie beraten und unterstützen. Und Sie mischen sich, so wie heute, auf der heutigen Werkstatträtekonferenz, im Interesse der rund 300.000 Menschen mit Beeinträchtigungen in den Werkstätten mutig in die Politik ein. Dafür von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auch noch einmal von einem besonderen Ereignis sprechen, das wir in diesem Sommer in Berlin hatten. Die Special Olympics World Games. Viele Athletinnen und Athleten, auch aus den Werkstätten, waren dabei und haben Großartiges geleistet. Darauf sind wir sehr stolz und ich möchte von hier aus noch einmal allen ganz herzlich zu ihren großartigen Erfolgen gratulieren. Wir wollen in Zukunft, dass alle Menschen gut zusammenleben und alle wichtigen Dinge gemeinsam tun. Wir wollen echte Inklusion in unserer Gesellschaft. In den Diskussionen rund um die Politik für Menschen mit Beeinträchtigung wird Inklusion häufig auf die Beseitigung von Barrieren reduziert. Die Beseitigung von Barrieren ist auch sehr wichtig, aber Inklusion ist sehr viel mehr. Es geht auch um den Respekt vor der Leistung von Menschen mit Beeinträchtigungen, nicht nur bei den Special Olympics. Es geht um die Anerkennung und Wertschätzung der Beiträge, die Menschen mit Behinderungen leisten. Deshalb haben wir 2019, damals noch in der Großen Koalition, die Diskussion über das Werkstattentgelt angefangen. Wir wollen, dass die Bundesregierung prüft, wie eine gute und gerechte Bezahlung für Werkstattbeschäftigte aussehen kann. Dabei sollen die Werkstattbeschäftigten, dabei sollen sie beteiligt werden. Und seitdem ist viel Zeit vergangen. Verbände und Akteure der Behindertenpolitik, darunter auch Werkstatträte Deutschland e.V., haben sich in die Diskussion eingebracht und eigene Vorschläge erarbeitet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vom Ministerium mit der Studie beauftragt wurden, haben verschiedene Zwischenberichte vorgelegt. Und letzte Woche war es nun endlich soweit. Der auch von Ihnen erwartete Abschlussbericht liegt endlich zur Diskussion vor. Wir werden uns die vorliegenden Vorschläge zur Entlohnung in den Werkstätten genau anschauen und sie dann gemeinsam mit dem Arbeitsministerium und den Koalitionspartnern zu einem Gesetz machen.
Ich möchte der Diskussion nicht vorgreifen, doch ich kann sagen, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen, dass ihre Arbeit in den Werkstätten besser bezahlt wird. Wer morgens aufsteht und den ganzen Tag arbeitet, der muss dafür auch fair entlohnt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Entlohnung gerecht und transparent gestaltet wird, um die Anerkennung und Würdigung ihrer Arbeit und die ihrer Kolleginnen und Kollegen angemessen zum Ausdruck zu bringen. Aber auch, dass Nachteile, die Menschen durch ihre Beeinträchtigung haben, dass diese Nachteile auch weiter berücksichtigt und ausgeglichen werden. Wir haben uns aber noch mehr vorgenommen. Neben der Entgeltreform wollen wir uns das gesamte Werkstattsystem anschauen und dabei überlegen, wie können wir für die, die das wollen, den Übergang von der Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt besser machen? Und wie können wir den Start im ersten Arbeitsmarkt einfacher machen für die, die neu dazukommen? Ich möchte Sie, liebe Werkstatträtinnen und Werkstatträte, ermutigen, weiterhin Ihre Stimme zu erheben, Ihre Ideen einzubringen und aktiv Ihre Interessen zu vertreten und unsere Gesellschaft mitzugestalten. Ihre Erfahrungen und Meinungen sind für uns von großem Wert und bereichern unsere Politik und unsere Gesellschaft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Konferenz, die uns allen neue Gedanken bringt, mit tollen Diskussionen, aber genauso viel Spaß. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ja, vielen Dank, lieber Taki Mehmet Ali, liebe Dagmar Schmidt, liebe Werkstatträtinnen und Werkstatträte. Ich gucke mal ganz von da nach da, es ist ja eine große Runde hier. Lieber Jürgen Dusel, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie begrüßen zur 16. Werkstatträtekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion. Und ich freue mich sehr, dass wir uns hier auch persönlich wiedersehen, einige auch digital. Die Werkstatträte von mir zu Hause sind digital dabei. Deshalb winke ich mal extra für die. Und schön, dass wir hier alle zusammen sind, denn das ist eine ganz wichtige Veranstaltung, diese Werkstatträtekonferenz. Es ist die Möglichkeit, dass Sie als Werkstatträte mit der Politik ins Gespräch kommen, dass Sie sich zu den Themen austauschen können, die die Menschen in den Werkstätten besonders bewegen. Und Dagmar Schmidt hat es schon gesagt, Sie wissen es alle. Jetzt diskutieren wir endlich über ein Ergebnis, nämlich über eine Studie, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben hat. Ein großes Forschungsvorhaben hat 3 Jahre gedauert. Viele haben ganz ungeduldig darauf gewartet. Wir haben den Forscherinnen und Forschern gesagt, schaut euch das aktuelle Entgeltsystem in den Werkstätten mal an. Wo ist es gut, wo braucht es Veränderungen? Wer macht welche Vorschläge? Was können wir besser machen beim Werkstattentgelt? Und das war nicht das einzige Thema, sondern mindestens genauso wichtig war die Frage, was können wir tun, damit mehr Menschen aus der Werkstatt Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Viele, das hat die Studie gezeigt, sehr viele fühlen sich wohl in der Werkstatt. Aber über die Hälfte, fast etwas mehr als die Hälfte sagt, ich will es auch mal auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt versuchen. Und deshalb war das nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern auch ein Beteiligungsprojekt. Und wir werden ja gleich vieles davon vorgestellt bekommen, denn ganz viele wurden befragt. Ganz viele von Ihnen wurden befragt, Werkstattbeschäftigte, Werkstatträtinnen und Werkstatträte, Frauenbeauftragte, Werkstattleitungen und Träger. Mehr als 5000 Personen haben die Fragen der Forscherinnen und Forscher beantwortet. Das ist ganz wichtig, denn das zeigt, dass es mit großer Beteiligung stattgefunden hat. Und dafür danke ich Ihnen allen ganz herzlich. Und auch die Verbände der Menschen mit Behinderungen wurden beteiligt, denn diese Studie sollte eben auch ein Beispiel sein für die Teilhabe der Menschen, die es betrifft. Es gab einen Beirat zur Studie, da war zum Beispiel Werkstatträte Deutschland vertreten, die BRG, Werkstätten für behinderte Menschen, der Deutsche Behindertenrat und viele mehr. Und die Ergebnisse haben die Forscherinnen und Forscher jetzt in einen sehr dicken Abschlussbericht geschrieben, fast 300 Seiten. Der Bericht wurde letzte Woche auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales veröffentlicht und auch direkt eine Zusammenfassung in leichter Sprache. Die genauen Inhalte des Berichts hören wir gleich von Herrn Dr. Engels vom Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik. Das hat die Untersuchung zusammen mit weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht und er wird uns die Ergebnisse der Studie ausführlicher vorstellen. Ich
möchte Ihnen aber schon mal erzählen, was wir mit dieser Studie machen, was wir als Ministerium daraus jetzt machen. Dagmar Schmidt hat gesagt, dass wir das auch im Bereich des Bundestages, im Parlament diskutieren werden. Und wir werden als Ministerium dazu auch viele Gespräche führen, denn wir wollen die Werkstätten weiterentwickeln und wir wollen das Entgeltsystem neu gestalten. Und die Reform, also Geld ist immer wichtig, die Reform des Werkstattentgeltes ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und war auch der Anlass für diese Studie. Aber wir sagen ganz klar, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr und bessere Förderung, um am Arbeitsleben teilzuhaben. Das war auch ein wichtiges Thema bei der UN-Staatenprüfung Ende August in Genf, wo mein Kollege der Staatssekretär Schmachtenberg und die Frau Tabara, unsere Abteilungsleiterin, persönlich vor Ort waren. Und Deutschland wurde dort vor dem Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen geprüft. Denn die UN-Behindertenrechtskonvention sagt uns ganz klar, Menschen mit Behinderungen sollen selbstbestimmt entscheiden können, wo und wie sie arbeiten. Für Menschen in der Werkstatt, die heute in der Werkstatt beschäftigt sind, bedeutet das, wenn sie möchten, können sie weiterhin in der Werkstatt tätig sein. Sie sollen aber auch leichter und ohne Nachteile auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln können. Und die Studie hat uns gezeigt, da gibt es noch einige Hindernisse und wir sind noch ein gutes Stück von echter Selbstbestimmung entfernt. Viele der befragten Werkstattbeschäftigten sagten, sie würden gerne in einem Betrieb arbeiten, der keine Werkstatt ist, also auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Wechsel ist aber immer noch ganz selten, unter 1%. Also brauchen wir hier Veränderungen. Und deshalb will ich sagen, lassen Sie uns heute mal zusammen in die Zukunft schauen. Wie stellen wir uns die Werkstätten der Zukunft vor? Was muss sich verändern? Wie werden sie aussehen? Und ich möchte Ihnen anbieten, dass wir über 4 Themen, über 4 Handlungsfelder diskutieren, wo sich etwas verändern kann. Das erste ist, wir müssen uns anschauen, wer kommt heute in die Werkstatt? Und ist die Werkstatt für diese Personen tatsächlich immer der beste Ort? Oder gibt es Alternativen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel die unterstützte Beschäftigung, das Budget für Arbeit oder das Budget für Ausbildung, die vielleicht besser geeignet wären? Das heißt, unser erstes Diskussionsthema ist der Zugang in die Werkstatt. Unser zweites Thema ist die Frage, was können wir tun, damit diejenigen, die aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt wollen, das besser hinkriegen können, der Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Es muss leichter werden. Wir wissen ja, viele wollen durchaus wechseln und wir müssen uns die Hürden anschauen und beseitigen. Also der Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt ist das zweite Thema. Das dritte große Thema, das wissen Sie alle, ist die Entlohnung in den Werkstätten. Und es ist schon zu Recht gesagt worden, sie muss transparenter werden. Sie ist super kompliziert. Ich glaube, die hier Anwesenden verstehen sie, aber sonst kaum jemand in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist super kompliziert, sie muss transparenter werden. Und ich sage auch ganz klar, wir wollen die Arbeit, die Menschen in den Werkstätten tagtäglich leisten, noch besser anerkennen. Und der vierte Punkt ist, dass wir die Menschen mit Behinderungen, mit schwerst Mehrfachbehinderungen in den Blick nehmen wollen, die in einigen Bundesländern in Tagesförderstätten sind, in anderen Bundesländern aber in den Werkstätten und dass wir gerade für diese Gruppe auch noch mal überlegen müssen, welche Teilhabeangebote brauchen wir dort eigentlich. Also, es gibt viel zu tun mit dieser Studie. Wir haben jetzt eine gute Grundlage, um zu diskutieren. Aber das wollen wir als Ministerium nicht alleine machen, sondern mit Ihnen allen gemeinsam darüber diskutieren. Und deshalb sprechen die Leute von uns aus dem Ministerium mit ganz vielen Personen, mit Organisationen und fragen, wie stellt ihr euch die Werkstatt der Zukunft vor? Welche Vorschläge habt ihr? Und das tragen wir zusammen und am Ende kommt dann hoffentlich ein gutes Gesetz dabei raus, was wir dann natürlich im Bundestag intensiv diskutieren werden und umsetzen werden. Und ich bin mir ganz sicher, auch aus der heutigen Konferenz werden noch ganz viele wichtige Anregungen kommen für die Weiterentwicklung der Werkstätten. Ich bin sehr gespannt auf Ihre vielen guten Ideen und ich freue mich sehr auf die Diskussion heute. Unser Ziel ist klar, wir wollen die Situation für Menschen mit Behinderung besser machen. Das gilt für das Entgelt, aber genauso für die Förderung von Übergängen in den allgemeinen Arbeitsmarkt und von Alternativen zur Beschäftigung in der Werkstatt. Deshalb wünsche ich Ihnen und euch und uns allen heute eine gute, erkenntnisreiche Konferenz, auch viel Spaß dabei. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die hierher gekommen sind, die heute mit uns diskutieren und die übers Internet dabei sind. Viel Spaß und viel Erfolg heute. Lieber Taki, danke für die freundliche Begrüßung. Ich begrüße natürlich alle Werkstatträtinnen und Räte, die jetzt hier im Paul-Löbe-Haus sind, aber auch von mir ein Winken an die Bildschirme der vielen, die draußen sind und zuschauen.
zuschauen und zuhören. Ich glaube, es sind auch viele Frauenbeauftragte von Werkstätten hier. Auch die grüße ich ganz herzlich. Ich finde es toll, dass so viele Mitarbeitende vom BMAS da sind. Ich finde, wenn eine parlamentarische Staatssekretärin da ist, ein beamteter Staatssekretär da ist, die Abteilungsleiterin da ist und heute Mittag auch noch der oberste Chef kommt, nämlich Hubertus Heil, dann zeigt das, dass dieses Thema wirklich wichtig ist und dass es auch wichtig und wahrgenommen wird im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das ist ein gutes Zeichen und ich finde, das ist auch angemessen, weil wir reden schon sehr, sehr lange über dieses Thema der fairen Entlohnung in Werkstätten und es wird jetzt Zeit, dass wir wirklich ins Laufen kommen und auch dann tatsächlich zu Ergebnissen kommen. Es ist, glaube ich, meine Damen und Herren, Dankeschön. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich der SPD sehr dankbar bin, dass sie jetzt schon in einer großen Tradition diese Werkstatträtinnen- und Rätekonferenz durchführt. Es geht nämlich im Grunde um Themen, für die die SPD seit mehr als 150 Jahren steht. Es geht um Chancengerechtigkeit, es geht um soziale Gerechtigkeit und es geht um eine bunte und eine vielfältige und eine wertschätzende Gesellschaft. Und ich will das auch ganz offen hier sagen und für die, die vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen die Debatten mitbekommen haben über das Thema Inklusion, will ich deutlich sagen, es geht eben nicht um irgendein Ideologieprojekt, von dem man irgendwas befreien müsste, sondern es geht um die Umsetzung von Menschenrechten. Die Bundesrepublik Deutschland hat menschenrechtliche Verpflichtungen eingegangen durch die UN-Behindertenrechtskonvention. Es geht um die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Es geht um Fragen des Grundgesetzes. Alle Menschen haben eine Würde. Jeder kann sich frei entfalten. Jeder hat das Recht, gleich behandelt zu werden vor dem Gesetz. Und mir scheint das in diesen Tagen besonders wichtig zu sein, immer wieder zu sagen, Demokratie und Inklusion gehören untrennbar zusammen. Wer Inklusion angreift oder Inklusion abschaffen will, der greift unsere Demokratie ein, meine Damen und Herren. Und ich bin nun sehr gespannt, was tatsächlich das Forschungsergebnis sein wird. Mir geht es darum, immer wieder deutlich zu machen, und das habe ich in der Vergangenheit auch gesagt, ich möchte, dass Menschen mit Behinderungen fair entlohnt werden. Es ist eine Frage des Respekts, es ist eine Frage der Anerkennung von Lebensleistungen, und deswegen trete ich dafür ein, dass in den Werkstätten eine Geldleistung entsteht, die vergleichbar ist mit dem Mindestlohn. Ich habe das immer gesagt und ich sage es auch heute. Das reicht aber nicht, meine Damen und Herren. Wir müssen tatsächlich darüber nachdenken, ob dieses System der Werkstätten, die ja in der Vergangenheit aufgrund einer ganz anderen Tradition entstanden sind, in Westdeutschland in den 60er Jahren, in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR dann später, ob dieses Konzept weiterträgt für die Zukunft. Ob das genau die Lösung ist, die wir brauchen, oder ob wir nicht andere Kriterien, andere Maßstäbe anlegen wollen. Und mit Rolf Schmachtenberg, mit dem Staatssekretär, ist ja heute jemand bei uns, der ganz besondere Verdienste hat, als es um die Entwicklung des Bundesteilhabegesetzes, des BTHG ging, wo man tatsächlich angefangen hat, darüber nachzudenken und es dann auch in Gesetzesform zu gießen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Behinderungen Ansprüche haben, die sie als Person haben. Wir sagen dazu immer Personenzentrierung. Und die unabhängig ist davon, wo sie leben, in welcher Institution sie leben. Und wir haben das im Bildungsbereich, erleben wir das auch, dass ich immer sage, es geht nicht darum, dass Kinder mit Behinderungen dann in die Förderschule müssen, weil sie nur dort ihre Ansprüche bekommen, sondern die Ansprüche müssen sozusagen dem Kind folgen. Und klar ist, dass natürlich jemand, der eine Behinderung hat, seinen behinderungsbedingten Mehrbedarf, seinen Nachteilsausgleich nicht verliert, nur wenn er oder sie von der einen Institution in die andere Institution wechselt. Deswegen fände ich die Idee ganz spannend, darüber mal nachzudenken, ob wir den Schritt, den wir im BTHG gegangen sind, jetzt auch im Werkstattrecht vollziehen können, denn dass wir sagen, Menschen, die wesentlich behindert sind, Menschen, die eine schwere Behinderung haben,
die im Grunde Anspruch haben, auf Werkstatt, in Werkstatt beschäftigt zu werden, unterstützt zu werden in Werkstätten, die Ansprüche haben, eben auch im rentenrechtlichen Bereich, also wenn es ums Erwerbsminderungsrente geht, die haben die, egal wo sie arbeiten, die haben die wie in einem Rucksack, wo übrigens auch die Behinderung drin ist, dabei und können diese Ansprüche und diese Nachteilsausgleiche überall dort geltend machen, wo sie beschäftigt sind, entweder in der Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Ich glaube, darüber sollten wir wirklich mal diskutieren, ob wir diesen Schritt vollziehen wollen. Und meine Damen und Herren, das ist nicht nur ein Konzept und das ist nicht nur sozusagen eine Aufgabe, die jetzt ansteht, weil wir der Meinung sind, es geht um Respekt und es geht um Fairness und es geht um Transparenz, sondern das ist ein Auftrag, der sich aus unseren Gesetzen ergibt. Auch ich war in Genf dabei vor ein paar Wochen und da hat der Fachausschuss über die Rechte von Menschen mit Behinderung nochmal deutlich gesagt, schaut euch bitte den Artikel 27 an und da steht drin, dass Menschen mit Behinderungen von ihrer, ich sage das einfach, von ihrer Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten können und das können sie mit dem Werkstattentgelt zurzeit nicht und das müssen wir ändern. Und damit komme ich zum Schluss. Mir ist sehr, sehr wichtig, dass das die Diskussion, die wir jetzt haben, in einer angstfreien Atmosphäre stattfindet. Ich merke, dass wenn ich in Werkstätten bin, dass viele Menschen in Werkstätten Angst haben, dass diese Werkstätten vielleicht geschlossen werden. Darum geht das überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns überlegen, wie Werkstätten auch in der Zukunft funktionieren können und wie tatsächlich auch Entgelte transparenter und fairer gezahlt werden können. Und deswegen gilt der Grundsatz, ich habe es im letzten Jahr gesagt und ich sage es nochmal, wenn wir es ernst meinen, mit dem Satz, nichts über uns, ohne uns. Wenn wir es wirklich ernst meinen, dann ist es notwendig, und deswegen bin ich der SPD-Fraktion sehr dankbar, Taki, dann ist es notwendig, dass mit den Leuten gesprochen wird, die es betrifft. Dass man also nicht von außen kommt und sagt, wir wissen genau, wie es läuft, denn wir haben irgendwie das mal studiert oder was auch immer, oder wir arbeiten in Werkstätten als Professionelle und wir wissen genau, wie es läuft. Nein, es geht tatsächlich um die Sichtweise der Frauen und Männer, die jeden Tag in der Werkstatt arbeiten und die genau wissen, was sie wollen und die genau wissen, was gut für sie ist und genau wissen, was sie auch nicht wollen. Und deswegen ist dieser Dialog total notwendig. Aber nochmal, wir haben menschenrechtliche Verpflichtungen. Es geht wirklich darum, dass Menschen mit Behinderungen in Werkstätten fair entlohnt werden. Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es ist letztlich auch eine Frage, in welchem Land wir leben wollen. Und auf diese Diskussion freue ich mich. Und jetzt wird es wirklich Zeit. Ich habe ja lange mit Regine Hildebrand zu tun gehabt, dass Butter bei die Fische gegeben wird. Also dass man wirklich weiß, was habt ihr vor? Was ist sozusagen jetzt die Überlegung des BMAS? Und darüber konkret zu diskutieren, glaube ich, das ist heute die Aufgabe des Tages. Ich wünsche uns viel Erfolg und viel Spaß. Aber nochmal, es geht nicht um was Nettes, sondern es geht um Rechtsansprüche, die Menschen mit Behinderungen haben. Vielen Dank. Lieber Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Worte. Wir sind sehr, sehr gut in der Zeit und wir wollen gerne in der Zeit auch bleiben. Deshalb darf ich jetzt auf die Bühne Dr. Dietrich Engels, dem Geschäftsführer des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH, auf die Bühne bitten, der uns einiges zu der Entgeltstudie heute noch erzählen wird, worüber wir bestimmt auch sehr viel Klarheit dann bekommen werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben vor 3 Jahren einen komplizierten Auftrag erhalten. Sie sehen hier auf der ersten Folie, was da alles drinsteht in diesem Auftrag. Wir sollten eine Studie erstellen zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen. Und noch einen zweiten Teil, es geht noch weiter mit dem Titel, und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und Sie haben in den bisherigen Redebeiträgen schon gehört, dass es eigentlich 2 Dinge gibt, die immer im Blick behalten werden sollen, nämlich einmal die Entgeltsituation
Und zum anderen das System insgesamt der Werkstätten in ihrem Verhältnis zum allgemeinen Arbeitsmarkt und wie hier auch Übergänge funktionieren können. Wenn ich sage, dass wir diesen Auftrag erhalten haben, dann sind das neben meinem Institut, was schon genannt wurde, das ISG, weiterhin das INFAS-Institut aus Bonn, das die Befragung von Werkstattbeschäftigten und weiteren Personengruppen durchgeführt hat. Professor Arnold Pracht von der Hochschule Esslingen, der die betriebswirtschaftlichen Fragen mit beraten hat, und Herr Professor Welti und Frau von Drygalski, die die rechtswissenschaftlichen Fragen bearbeitet haben. Ich möchte Ihnen zunächst was zur Ausgangslage dieses Auftrags, dieses Forschungsauftrags sagen. Dann die Ergebnisse einer Befragung von Werkstattleitungen berichten. Dann, was sagen die Beschäftigten zu diesen Fragestellungen? Wir kommen dann viertens zu Vorschlägen, zu unseren Vorschlägen für ein anderes Entgelt. Und fünftens zu den Empfehlungen, die wir auch darüber hinaus noch formuliert haben. Zunächst, was die Ausgangslage betrifft. Eine Werkstatt hat vielfältige Aufgaben. Die Rehabilitation, das heißt die Teilhabe am Arbeitsleben, in vielen Bereichen ermöglichen, mit Anleitung und Begleitung. Die soziale Einbindung. Werkstätten sind Arbeitsstätten, wo man mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, wo man eine sinnvolle Arbeit leisten möchte. Ein weiteres Ziel der Werkstätten oder eine weitere Aufgabe ist die Wirtschaftlichkeit. Das muss sie auch zugleich noch leisten. Die Werkstatt muss Erlöse erwirtschaften. Und schließlich hat sie noch als Aufgabe, die Inklusion zu befördern. Der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt soll verbessert werden. Das ist eine auch sehr vielfältige Aufgabenstellung. Und viele sagen, dass es für die Werkstätten nicht immer leicht ist, allen diesen Aufgaben auch gleichmäßig gerecht zu werden. Manchmal gelingt das eine besser und das andere dann weniger gut. Es gibt, was das gehört auch zur Ausgangslage, eine Reihe von Kritikpunkten am Entgeltsystem. Das Entgelt ist zu niedrig, gut, das wurde schon mehrfach gesagt. Warum wird kein Mindestlohn gezahlt, ist eine Frage, die immer wieder auftauchte. Es ist auch unklar und schwer verständlich, was zum Entgelt gehört. Es gibt einen Grundbetrag, einen Steigerungsbetrag und das Arbeitsförderungsgeld. Wie wird das alles bemessen? Das ist nicht immer so ganz klar und eindeutig. Viele müssen außerdem Geld von der Grundsicherung beantragen. Und das ist ein ganz starker Kritikpunkt, dass man gesagt hat, die Entgelte, die man zurzeit erwerben kann, sind nicht existenzsichernd. Man kann nicht davon leben. Bei der Grundsicherung muss man auch Sonderzahlungen angeben, die werden dann zum Teil abgezogen. Die UN-Behindertenrechtskonvention, über die ja auch schon mehrfach die Rede war, fordert einen guten Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Und deswegen, und das gehört dann eben auch zu unserer Studie dazu, der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt muss besser unterstützt werden. Das waren die Kritikpunkte, die uns zu Beginn unserer Studie begegnet sind. Und daraus ergeben sich zwei Hauptziele des Forschungsprojekts. Erstens, das Entgelt in Werkstätten verbessern und klarer machen. Und zweitens, bessere Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. Jetzt komme ich zu den Ergebnissen und werfe zunächst mal einen Blick auf das aktuelle Entgeltsystem. Das durchschnittliche Werkstatteinkommen, hier einmal gegenübergestellt 2019, darauf haben sich unsere Untersuchungen immer bezogen, und 2021, da hat sich schon einiges geändert. Wie setzt sich das zusammen? Es gibt einen Grundbetrag, der lag 2019 noch bei 80 Euro.
und wurde bis 2021 auf 99 Euro erhöht. Eine Verbesserung des Grundbetrags. Der Steigerungsbetrag, den die Werkstätten ebenfalls zahlen, betrug 2019 97 Euro und im Jahr 2021 79 Euro. Und dann kommt das Arbeitsförderungsgeld dazu, bis zu 52 Euro. Wenn man das so im Mittelwert berechnet, sind das so um die 48 Euro. Und dann haben wir eine Summe von Monatsentgelt, die im Jahr 2019 bei 225 Euro lag und im Jahr 2021 bei 226 Euro, 1 Euro mehr. Das heißt, der gute Wille, der dahinter stand, den Grundbetrag zu erhöhen, hat nicht dazu geführt, dass die Beschäftigten selber mehr Geld erhalten, sondern der Steigerungsbetrag ist entsprechend niedriger geworden. Es war dann auch eine schwierige Zeit, 2020, 2021, Sie erinnern sich, dass da es mal sowas gab wie eine Corona-Krise, die die Werkstätten auch sehr hart zum Teil erwischt hat. Es gibt viele Gründe, die man in Betracht ziehen kann. Aber das Ergebnis, wenn wir uns das anschauen, heißt, dass das Werkstattentgelt, das Werkstatteinkommen durch die Erhöhung des Grundbetrages sich nicht erhöht hat. Jedenfalls nicht merklich, nur um 1 Euro. Wenn wir uns jetzt noch mal anschauen, welches weitere Einkommen dazukommt, damit die Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten, ihr Monatsentgelt aufstocken, um davon leben zu können, dann haben wir ja eigentlich so eine Zweiteilung zwischen den jüngeren Arbeitnehmern zwischen den jüngeren Beschäftigten unter 40 Jahren und den älteren Beschäftigten ab 40 Jahren. Ab 40 Jahren bekommen die meisten eine Erwerbsminderungsrente. Vorher, wenn diese Erwerbsminderungsrente noch nicht da ist und das Entgelt noch nicht aufstocken kann, ist man auf die Grundsicherung angewiesen. Und wir haben das für das Jahr 2019 mal mit Durchschnittswerten berechnet. Zum Monatsentgelt von 225 Euro, das war damals der Bundesdurchschnitt, kommen im Durchschnitt 750 Euro Grundsicherung dazu, sodass man 975 Euro zur Verfügung hat, wenn man ergänzend Grundsicherung bezieht. Wer ergänzend Erwerbsminderungsrente bezieht, die lag im Durchschnitt damals bei 826 Euro, der kommt etwas höher auf 1051 Euro. Ungefähr die Hälfte der Beschäftigten bekommen diese Erwerbsminderungsrente zusätzlich, die andere Hälfte Grundsicherung. Wir haben das mal hier so versucht, auch grafisch darzustellen. Also nur Grundsicherung 35% ergänzend zum Werkstattentgelt, 43% eine Erwerbsminderungsrente und ein Überschneidungsteil von 7%, die beides erhalten, die also eine eher kleinere Erwerbsminderungsrente erhalten, sodass das zusammen mit dem Werkstattentgelt noch nicht ausreicht, um davon leben zu können. Die brauchen dann zusätzlich Grundsicherung. Wir haben 15%, die kein weiteres Einkommen haben. Jetzt könnte man sagen, vielleicht sind das alles steinreiche Leute, die Millionäre, wo man sagt, die brauchen kein weiteres Geld, aber so viele Millionäre gibt es nicht und schon gar nicht unter Werkstattbeschäftigten. Wir vermuten, das sind eher diejenigen, wo die Eltern sagen, wir hätten zwar Anspruch auf Grundsicherung, aber wir möchten das nicht, wir möchten das lieber aus eigenem Geld bezahlen. Das weiß man aber nicht so genau. Das ist mit diesen 15% noch etwas unklar. Es gibt große Unterschiede zwischen den Regionen in Deutschland, zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland und auch zwischen den einzelnen Bundesländern. Wenn wir uns das mal anschauen, hier das Werkstattentgelt mit den Komponenten Grundbetrag, Steigerungsbetrag und AFÖG im Jahr 2019,
in der Mitte der Durchschnitt für Deutschland, diese 225 Euro, von denen ich gesprochen habe. Und es gibt Länder, in denen das durchschnittliche Werkstattentgelt deutlich höher liegt. In Bayern mit 269 Euro, Bremen 260 Euro und Rheinland-Pfalz 257 Euro. Und es gibt Länder, in denen das durchschnittliche Entgelt deutlich darunter liegt. Sachsen mit 170 Euro, Brandenburg 174 Euro, Sachsen-Anhalt 188 Euro. Daran zeigt sich ein Faktor schon mal, dass es auch mit der Region zusammenhängt und auch, das steht ja dahinter, auch mit der wirtschaftlichen Stärke einer Region, inwieweit Werkstätten Erlöse erwirtschaften können und dann auch entsprechend gute Entgelte zahlen können. Das haben wir aber noch mal genauer untersucht. Dazu kommen dann gleich noch weitere Ergebnisse. Der Übergang auf den Arbeitsmarkt, danach haben wir natürlich auch gefragt und wir haben die Werkstattleitungen befragt, wie war der Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die großen Balken im Jahr 2015 waren es 294, die gewechselt sind aus dem Arbeitsbereich. Und darüber sind es einen kleinen Balken, 45, die aus dem Eingangsverfahren Berufsbildungsbereich gewechselt sind auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das war 2015. Das ist mehr geworden bis 2019. In 2019 waren es 447, die gewechselt sind aus dem Arbeitsbereich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und 57, die aus dem Berufsbildungsbereich gewechselt sind. Also eine Zunahme. Wir haben das auch nochmal prozentual ausgewiesen. Die Übergänge aus dem Arbeitsbereich sind von 0,26% aller Beschäftigten im Jahr 2015 auf 0,35% im Jahr 2019 gestiegen. Dieser Satz hat zwei Botschaften. Die gute Botschaft ist, es hat sich verbessert, vielleicht auch durch das Budget für Arbeit, was 2019 schon gegriffen hat. Die schlechte Nachricht, das ist natürlich ein sehr kleiner Anteil. Also wenn man es auf alle Beschäftigten bezieht, weniger als 1%. Was aber auch wichtig ist, man sagt ja manchmal, wer weiß, ob das funktioniert mit diesem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Wer weiß, ob man sich da halten kann oder ob man dann doch wieder zurückkehren muss. Deswegen haben wir auch gefragt, wer ist 2019 wieder zurückgekommen von einem Wechsel? Und das waren nur 63 Personen in den Werkstätten, die wir befragt haben. Also nur ein sehr kleiner Teil von denen, die den Wechsel vorgenommen haben. Der weitaus größte Teil ist bei seiner Stelle geblieben, konnte sich da etablieren und konnte hier auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt seine Berufskarriere fortsetzen. Wichtig dabei ist noch, dass die ausgelagerten Arbeitsplätze als Sprungbrett dienen können, das nicht dienen müssen, das ist kein Automatismus, aber es kann sein, dass sie als Sprungbrett dienen und deswegen hat uns auch das interessiert. Es sind durchschnittlich 9% aller Werkstattplätze, die ausgelagert in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes sind. Und diese 9%, das entspricht, wenn man das auf 300.000 Beschäftigte insgesamt bezieht, etwa 27.000 ausgelagerten Arbeitsplätzen. Diejenigen, die gewechselt sind auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu welchen Anteilen, mit welcher Unterstützung? Budget für Arbeit ohne Inklusionsbetrieb 30% der Wechsler. Budget für Arbeit mit Inklusionsbetrieb zusammen 4% der Wechsler. Ein Inklusionsbetrieb ohne Budget für Arbeit zu nutzen 2% der Wechsler und 45% mit sonstiger Beschäftigungsform. Also hier Inklusionsbetriebe zusammengenommen etwa 6% der Wechsler ist auch noch ein kleiner Anteil. Hier könnte man auch überlegen, ob man Inklusionsbetriebe vielleicht noch mal etwas weiter ausbauen könnte.
Was sagen die Beschäftigten? Wer wurde von Infas befragt? Ich hatte eingangs gesagt, dass Infas Werkstattbeschäftigte befragt hat, 4.246 Werkstattbeschäftigte, 160 ehemalige Werkstattbeschäftigte, 405 Werkstatträte und 341 Frauenbeauftragte. Und nun einige Antworten. Zunächst mal Änderungsvorschläge zum Entgelt. Was soll geändert werden? 3/4 der Befragten finden, das Entgelt soll mehr nach Leistungsstärke des Einzelnen unterschieden werden. 3/4 der Befragten ebenfalls finden, dass Werkstattbeschäftigte nach einem Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in jedem Fall mehr verdienen sollten als zuvor. 2/3 der Befragten finden, auch auf einem Außenarbeitsplatz der Werkstatt sollte man mehr Geld bekommen als in der Werkstatt selbst. Und viele Befragte finden, in der Werkstatt sollen alle das gleiche Entgelt erhalten. Weitere Vorschläge: Es soll ein Basisgeld gezahlt werden. Das kommt Ihnen bekannt vor, denke ich mal. Das ist ja der Vorschlag der Werkstatträte Deutschland. Der Lohn soll so hoch sein wie der Mindestlohn. Wer mehr leistet, soll mehr Geld bekommen. Man muss von seinem Lohn leben können. Keiner soll zusätzlich Grundsicherung brauchen, also existenzsichernd. Der Nachteilsausgleich bei den Rentenzahlungen soll bestehen bleiben, damit es keine Armut im Alter gibt. Und Reha-Maßnahmen, also Anleitung und Begleitung, arbeitsbegleitende Maßnahmen, längere Pausenzeiten und Schutzrechte sollen bestehen bleiben. Und schließlich, wer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln will, braucht Unterstützung. Das gilt nach wie vor und wird auch von den Beschäftigten so gesehen. Nun komme ich zu den Vorschlägen für ein anderes Entgelt. Jetzt kommen ein paar Zahlen ins Spiel. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben verschiedene Vorschläge ausgewertet und auch mal durchgerechnet, was für den Beschäftigten dabei herumkommt. Wir haben das Ganze auf das Jahr 2023 hochgerechnet, weil der Mindestlohn und das Bürgergeld ja in 2023 anders aussehen als im Jahr 2019. Hier haben wir versucht, möglichst aktuell zu sein. Wenn man die Steigerung des Werkstattentgelts so fortschreibt, kommt man auf etwa 229 Euro Werkstattentgelt und mit Grundsicherung zusammen läge man bei 1.106 Euro im Monat und mit Erwerbsminderungsrente bei 1.129 Euro im Monat. Es gibt einen Vorschlag, das AFÜG zu erhöhen, ein Vorschlag, der von der CDU-Fraktion ausgearbeitet wurde. Und das würde je nachdem, also auf jeden Fall braucht man dann auch Grundsicherung. Dann würde man mit Grundsicherung 1.156 Euro verdienen. Das wäre 50 Euro mehr als bei dem derzeitigen System. Und bei Erwerbsminderungsrente, wenn die dazu käme, wären es 1.179 Euro, ebenfalls 50 Euro mehr als derzeit. Dann das Basisgeld, was die Werkstatträte Deutschland vorgeschlagen haben. Wenn man das für das Jahr 2023 fortschreibt, kommt man auf ein Entgelt mit Werkstattentgelt zusammen von 1.840 Euro pro Monat. Das sind 734 Euro mehr, als wenn man jetzt nach jetzigem System Grundsicherung bezieht und 711 Euro mehr, als wenn man das Werkstattentgelt mit der Erwerbsminderungsrente bezieht. Und dann kommen drei Vorschläge, die sich am Mindestlohn orientieren. Zum ersten, Vollzeit steht vorne und dann 37,2 Stunden pro Woche. Das ist eines der Ergebnisse, die wir aus der Befragung der Werkstattleitungen entnommen haben. Wir haben gefragt, man kann ja Vollzeitverträge so unterschiedlich zwischen 35 und 40 Stunden nach Gesetz vereinbaren. Im Durchschnitt sind es 37,2 Stunden pro Woche. Wenn man das mit dem Mindestlohn des Jahres 2023 vergüten würde, wäre das Ergebnis 1.579 Euro,
473 Euro mehr als derzeit mit Grundsicherung und 450 Euro mehr als mit Erwerbsminderungsrente. Jetzt ist aber bei den 37 Stunden auch die Pausenzeit und die Zeiten für Reha-Zeiten mit enthalten. Und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt werden ja Pausenzeiten nicht vergütet. Also haben wir mal gesagt, wie ist denn die Nettoarbeitszeit, wenn man die verlängerten Pausenzeiten und die Zeiten für Rehabilitation abzieht? Dann käme man unserer Befragung zufolge auf 29,2 Wochenstunden. Wenn man die mit dem Mindestlohn vergütet, sind das 1.322 Euro. 217 Euro mehr, als man derzeit mit Grundsicherung verdient und 193 Euro mehr, als man derzeit mit Erwerbsminderungsrente verdient. Und schließlich gab es noch den Vorschlag, man könnte sich ja orientieren an diesem gesetzlichen Kriterium, wer weniger als 3 Stunden am Tag auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten könnte, das entspricht 15 Stunden pro Woche, man könne ja das mit Mindestlohn vergüten, dann wären das 1.169 Euro und nur 63 bzw. 40 Euro mehr, als man derzeit hat. Das sind verschiedene Vorschläge, die wir in unserem Bericht ausführlich diskutiert haben, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und wo wir zu dem Schluss gekommen sind, dass eigentlich vor allen Dingen 2 hervorstechen, nämlich der 2. Vorschlag, das Basisgeld, und der Vorschlag, der vorletzte Vorschlag, 3.2, die Nettoarbeitszeit nach dem Mindestlohn vergütet. Warum stechen die hervor? Das Basisgeld ist ein wichtiger Vorschlag, der auch zu der besten Einkommensverbesserung führt, entgeltmäßig, der aber den Nachteil hat, dass es sich weiterhin um ein Sondersystem handelt, um ein Sondersystem, was die Bezieher dieses Basisgeldes anders stellt, anders einstuft als die Beschäftigten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und das ist das Argument, was unserer Einschätzung nach für eine Orientierung am Mindestlohn spricht, dass man hier sagen kann, man hat einen Lohn wie andere Arbeitnehmer auch. Dazu kommt natürlich Reha-Bedarf, das ist klar. Die Behinderung verschwindet ja nicht dadurch, aber die Orientierung am Mindestlohn führt dazu, dass man sich eher auch zugehörig fühlt, den anderen Beschäftigten. Und wenn im Fernsehen dann berichtet wird über eine Erhöhung des Mindestlohns, dann weiß man, das betrifft auch mich. Ich komme zum Schluss zu unseren Empfehlungen. Wir haben in 5 Bereichen Empfehlungen formuliert. Der 1. Punkt, berufliche Bildung umgestalten. Dazu gehört, dass der Zugang zum allgemeinen Ausbildungssystem erleichtert werden soll, zum Beispiel durch Praktika, was ja zurzeit auch schon getan wird, weit verbreitet. Die Ausbildung soll aber auch durch einzelne Module, durch Teilausbildungsziele flexibler gestaltet werden, durch einzelne Ausbildungsmodule, die dann auch anerkannt, zertifiziert werden, die man auch vorweisen kann. Der Berufsbildungsbereich sollte oder die berufliche Bildung sollte aus der Werkstatt ausgegliedert werden, damit hier kein Automatismus stattfindet. Wer einmal in der Berufsbildung drin ist, in der Werkstatt, der bleibt auch in der Werkstatt. Unser 2. Block, zu dem wir Empfehlungen formuliert haben, die Leistungsfähigkeit der Werkstatt soll gesichert werden. Man soll nicht immer den Anspruch haben, ganz viel anbieten zu können, sondern eher eine Tiefe der Produktpalette anstreben als eine Breite der Produktpalette. Das war so ein Ergebnis der betriebswirtschaftlichen Analyse. Wir haben dann gesehen, Werkstätten sind erfolgreich, wenn sie partizipativ und dezentral gestaltet sind. Also man könnte auch sagen, wenn sie eine moderne Führungskultur etabliert haben. Und wenn Sie ein gut entwickeltes Rechnungswesen, Controlling und Marketing haben.
Der dritte Bereich, zu dem wir Empfehlungen formuliert haben, den Übergang auf den Arbeitsmarkt fördern. Bei Unternehmen muss für den Übergang geworben werden, aber gleichzeitig auch bei den Werkstätten. Beide Seiten müssen in ihrer Bereitschaft, den Übergang zu fördern, noch weiter unterstützt werden. Vielleicht kann man Werkstätten auch Prämien zahlen für gelungene Übergänge. Man muss die Sorgen der Beschäftigten ernst nehmen und sie gut beraten, denn viele Sorgen führen dazu, dass doch ein Großteil der Beschäftigten sich das nicht zutraut. Das muss gut beraten werden. Und beim Übergang müssen sie begleitet werden, so lange wie das nötig ist. Es sollten auch ausgelagerte Arbeitsplätze weiter ausgebaut werden, weil das eben ein Sprungbrett zwar nicht sein muss, aber sein kann, wo sich Unternehmen und Beschäftigte besser kennenlernen können. Dann ist unsere große Forderung, ein existenzsicherndes Entgelt zu zahlen. Das Entgelt soll ausreichend sein zum Leben, sodass man keine ergänzende Grundsicherung oder Erwerbsminderungsrente mehr nötig hat, sondern von seinem Entgelt leben kann. Das Entgelt soll klar verständlich sein, nicht schwanken je nach Arbeitsleistung, und es soll von der Werkstatt aus einer Hand gezahlt werden. Der Mindestlohn als Regelfall, und hier hatte ich schon gesagt, dass wir das für die Nettoarbeitszeit von 29 Stunden für passend halten, aber nicht für Pausen- und Reha-Angebote. Wer mehr leistet als andere, soll auch mehr Geld bekommen. Das heißt, hier müssen auch weitere Leistungen aus den Mitteln der Werkstatt noch hinzukommen können. Und wer in Teilzeit arbeitet, hat nach wie vor Recht auf ergänzende Grundsicherung. Das wäre, würde der Logik dieses Vorschlags entsprechen, dass man sagt, auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, im Niedriglohnsektor ist es so, dass diejenigen, die in Teilzeit arbeiten, nicht unbedingt davon leben können, sondern durchaus auch ergänzende Grundsicherung brauchen können. Und zum Schluss, Inklusion und Teilhabe stärken. Werkstattbeschäftigte sind Arbeitnehmer mit voller Sozialversicherung, wäre das Ziel. Werkstätten sind wie Unternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, aber mit besonderem Reha-Auftrag, der auch entsprechend vergütet werden muss. Und langfristig, das wäre so eine Vision, langfristig sollte dann der Unterschied zwischen allgemeinem und zweiten Arbeitsmarkt dadurch aufgehoben werden, weil dann auch die Beschäftigten selber sich als Beschäftigte wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fühlen. Das sind unsere Empfehlungen in Kurzfassung. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich den Bericht anschauen. Und hier nochmal zum Schluss alle, die daran mitgearbeitet haben. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir bei unserer ersten Podiumsdiskussion angelangt. Wie geht es nun weiter mit der Entgeltstudie? Es ist ja so, dass wir daran weiter arbeiten möchten. Gut, dass wir auch heute darüber reden können. Gut, dass die Studie letzte Woche rausgekommen ist. Ich habe ein paar Fragen tatsächlich. Ja, und dieses Jahr möchte ich auch das erste Wort Herrn Lustako gerne geben. Wir haben einiges gehört von Dr. Engels vorhin zu der Studie. Sehr viele Erkenntnisse. Es sind Vorschläge dabei. Es sind auch Handlungsvorschläge dabei, wie es weitergehen soll. Und jetzt geht der politische Diskurs los. Wir haben darüber gesprochen, dass wir einen offenen Austausch darüber haben möchten. Welche Anforderungen müsste Ihrer Ansicht nach ein zukünftiges Entgeltsystem erfüllen, Herr Lustako? Vielleicht, wenn Sie ein bisschen die Zeit auch dafür nehmen und das mal aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Werkstatträtinnen und Werkstatträte erläutern. Ja, vielen Dank. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, bevor wir zu den Zahlen und Fakten immer wieder gehen, fangen wir doch im Alltag an. Wenn wir uns ansehen, dass meine Kollegen von montags bis freitags Vollzeit arbeiten und dann am Ende des Tages trotzdem Grundsicherung angewiesen sind und am Ende des Tages an die 225 Euro im Durchschnitt bekommen, dann läuft was falsch. Das muss sich ändern aus unserer Sicht.
Wer den ganzen Tag einer Vollbeschäftigung nachgeht, er muss am Ende des Tages, am Ende des Monats frei von Grundsicherung sein und muss sich nicht alle 6 Monate vor dem Amt nackig machen. Und das 20 Jahre lang. Das finden wir falsch. Weiterhin ist unserer Meinung nach in einem Lohnsystem wichtig, dass es einfach zu verstehen ist. Es muss so wenig Möglichkeit sein, Bausteine zu haben. Es darf keine Abzüge geben, wie es jetzt beim Arbeitsfördergeld der Fall ist. Das ist ja jetzt auch schon bei dem Budget für Arbeit möglich. Wieso soll es auch nicht im Werkstattlohn der Fall sein? Unserer Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, dass ein Teil vom Lohn steuerfinanziert sein muss. Wir haben die Erwartung, dass die Ergebnisse der Studie zum Thema Entgelt ernst genommen werden und dass man der Empfehlung nachgeht, einen Grundbetrag, der dem Mindestlohn nahegeht, in Folge leistet. Wichtig ist, am Ende des Tages darf es nicht so sein, dass wir nur 10 oder 20 Euro mehr bekommen und die Entgeltstudie diesbezüglich unterwandert wird. Hallo Starko, vielen, vielen Dank. Frau Völker, BAG, WFBM wird ja sicherlich auch eine Meinung dazu haben. Welche Anforderungen sollte das künftige Entgeltsystem Ihrer Meinung nach erfüllen? Wir haben uns sehr früh mit dem Thema befasst. Also wir haben heute auch schon gehört, das liegen jetzt, also für uns liegen 4 Jahre zurück, wo wir unglaublich viel Arbeit in dieses Thema, wie sieht ein Entgeltsystem der Zukunft aus, gesteckt haben, mit unterschiedlichen Arbeitsgruppen, mit unterschiedlichen Gesprächen, mit ganz viel Recherche. Und mein Gehirn ist gerade ein bisschen verwirrt, weil es springt jetzt hin und her zwischen der Entgeltstudie, dem Abschlussbericht, der vorliegt, und dem eigentlichen Thema, um das jetzt hier geht, Entgelte. Ich fokussiere mich jetzt mal wieder aufs Thema Entgelte. Wir fordern weiterhin, dass es mindestens ein existenzsicherndes Einkommen für alle Werkstattbeschäftigten geben sollte und dass die bestehenden Nachteilsausgleiche der Menschen mit Behinderung erhalten bleiben und dass kein Mensch in der Werkstatt mehr auf Grundsicherung angewiesen ist. Das war von Anfang an eine Forderung der BAG WFBM und bei dieser Forderung bleiben wir auch. Ein ganz wichtiger weiterer Aspekt ist, das haben wir auch im Zuge dieses Prozesses gefordert, dass wir auch gerne möchten, dass Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf von ihrem Wunsch und Wahlrecht Gebrauch machen können und auch diese die Möglichkeit haben, wenn sie das eben wünschen, in die Werkstatt zu gehen und dann eben auch genauso ein Entgelt erhalten wie alle anderen. Natürlich haben wir auch ein großes Interesse daran, dass das zukünftige Entgelt transparent ist. Dass es auch gilt, deshalb gilt es auch, eine bundesweit einheitliche Rahmenentgeltordnung zu entwickeln, damit eben nochmal jeder Werkstattbeschäftigte genau weiß, wie viel erhält er jetzt an Steigerungsbetrag, wenn es den denn so in der Zukunft dann noch gibt oder wie auch immer wir den dann nennen mögen. Genau, und ich glaube, ja, wir haben von Anfang an gesagt, Teilhabe am Arbeitsleben ist mehr als Arbeit gegen Lohn. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, denken wir, für viele Werkstattbeschäftigte. Die Werkstattleistung erfüllt auch soziale Bedürfnisse, die über Entgelt und Beschäftigung hinausgehen. Wir sagen auch ganz deutlich, das ganzheitliche Leistungsspektrum der Werkstattleistung muss erhalten bleiben. Das sind nicht so einfach, worum geht es da? Da geht es darum zum Beispiel, dass wir auch weiterhin sagen, wo auch immer zukünftig Teilhabe am Arbeitsleben stattfindet, jeder Werkstattbeschäftigte muss auch dann zu seinem Arbeitsplatz kommen können und das muss finanziert werden.
Und nochmal, weil das kann man, glaube ich, nicht oft genug wiederholen, bestehende Nachteilsausgleiche und Schutzrechte müssen auch zukünftig berücksichtigt werden. Ja, hallo erstmal in die Runde, auch von mir. Ich denke, dass eine hohe Unzufriedenheit der Werkstattbeschäftigten besteht, wenn es um das Entgelt geht. Da geht es einmal darum, dass die Höhe nicht in Ordnung ist. Da geht es aber auch darum, dass man nicht so richtig versteht, was kann ich denn am Ende behalten? Wie setzt sich mein Entgelt zusammen? Und ich glaube, das ist auch aus dem Vortrag von Herrn Engels nochmal sehr deutlich geworden. Das ist alles wirklich kompliziert. Und da möchten wir auch ansetzen, da sollen Verbesserungen kommen. Ich möchte aber auch gerne sagen, dass wir, als Herr Schmachtenberg und ich zusammen auf der Staatenkonferenz waren in Genf, wo geprüft wurde, wie setzt Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention um, da ist auch noch mal sehr deutlich geworden, dass die Prüfer in Genf gesagt haben, ihr müsst Schluss machen mit diesen Sonderwelten. Menschen mit Behinderungen sollen ein echtes Wahlrecht haben, wo sie arbeiten möchten, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in der Werkstatt oder woanders. Und das ist mir besonders wichtig, das möchten wir gerne sehr, sehr ernst nehmen. Und deswegen ist es für uns so, dass wenn wir über die Werkstätten sprechen, auch über die zukünftige Ausrichtung der Werkstätten sprechen, wir eben nicht nur das Entgelt angucken, sondern auch die Frage stellen, Kerstin Griese hat es in ihrem Einführungsvortrag gesagt, wie kommt man überhaupt in die Werkstatt? Ist das überhaupt so zwangsläufig, dass man als Mensch mit einer Behinderung in der Werkstatt landet? Oder kann man da nicht vielleicht Verbesserungen schon früher schaffen? Wie kommt das, dass Menschen, die in der Werkstatt sind und gerne sagen, ich möchte das auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt probieren, dass das aber nicht klappt, können wir da zu Verbesserungen kommen? Und wir glauben, dass dort, wo Menschen aus der Werkstatt heraus schon in Beschäftigung sind, beispielsweise auf einem Außenarbeitsplatz oder wo sie in Bereichen in der Werkstatt arbeiten, die ganz normal produktiv sind, die, wenn Sie so wollen, schon kleine Unternehmen sind, dass man da durchaus dahin kommen kann, auch den Mindestlohn zu zahlen. Dass es aber Bereiche auch gibt in der Werkstatt, das haben wir von Herrn Engels gehört und ich glaube, das wird auch jeder hier im Saal bestätigen, wo der Charakter der Rehabilitation der Werkstatt im Vordergrund steht. Und da wird man vielleicht nicht Mindestlohn zahlen, da möchte man trotzdem eine bessere, eine fairere, auch eine verständliche Vergütung, aber vielleicht nicht den Mindestlohn haben. Was mir wichtig ist, und das gehen wir an, dass wir alle Dinge, die mit der Werkstatt, mit dem Entgelt zusammenhängen, also die Frage der Zugänge, der Übergänge und auch des Entgelts gemeinsam mit den Betroffenen diskutieren. Und in diesem Prozess sind wir schon und ich denke, wir werden auch aus der heutigen Diskussion noch mal viele Punkte mitnehmen. Vielen Dank, Annette Tabara. Dr. Engels, Sie haben gerade die Studie vorgestellt, sehr, sehr viele Erkenntnisgewinne auch uns auch dargestellt. Gibt es noch weitere Ergänzungen aus wissenschaftlicher Perspektive, wo Sie sagen, das muss tatsächlich auch handwerklich passieren, damit das Entgeltsystem in die Zukunft getragen werden kann? Vielleicht zwei Punkte noch, die ich ergänzen würde. Wir haben ja immer gesagt, die Grundsicherung soll entbehrlich werden, dass keiner mehr auf Grundsicherung angewiesen ist in den ersten, also im Alter von 20 bis 40 Jahren, sondern vom Entgelt her davon leben können muss. Das gilt meiner Meinung nach für die gesamte Zeit, den gesamten Zeitraum der Erwerbstätigkeit. Grundsicherung auf der einen Seite und die zusätzlich gezahlte Erwerbsminderungsrente sind wie Krücken, die hilfreich sind, wenn es anders nicht geht. Aber wenn man sie dadurch überwinden kann, dass man ausreichend Lohn hat, der höher liegt, dann ist es auch gut, wenn man auf diese Krücken nicht mehr angewiesen ist. Und deswegen plädieren wir für diese Variante dieses Mindestlohns. Gut, und dann kann man jetzt noch unterscheiden, wir haben auch durchgerechnet, wenn man Vollzeit nach dem Mindestlohn vergütet, 37 Stunden, das gäbe dann natürlich ein bisschen mehr, aber wäre auch entsprechend teurer. Und da muss man letztlich dann auch im Blick behalten, was das Ganze kostet. Wir haben, da muss ich nochmal auf meinen Spickzettel gucken, bei den Berechnungen für 2023
für das Basisgeld einen insgesamt gesellschaftlich gesehen Zusatzaufwand von 2,5 Milliarden Euro mehr pro Jahr, wenn man das umsetzt. Wenn man den Mindestlohn mit Vollzeit, mit den 37 Stunden umsetzen würde, wären das 1,6 Milliarden mehr. Und wenn man diesen Mindestlohn nur bezieht auf die Nettoarbeitszeit, also auf 29 Stunden etwa, dann wären das 800 Millionen, also nicht Milliarden, dann sind wir schon unter der Milliarde, 800 Millionen Euro mehr als derzeit. So, und jetzt muss man sich überlegen, was die Vorteile davon wären. Man hätte eine Situation, in der sich die Beschäftigten weitgehend gleichgestellt fühlen mit anderen, die den Mindestlohn beziehen. Man hätte eine weitgehende Aufhebung dieser Trennung zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt. Muss natürlich dazu sagen, die Menschen, über die wir sprechen, die Beschäftigten, brauchen eben diese zusätzliche Reha-Leistungen. Das wären Fachleistungen, wie es auch in der Eingliederungshilfe sonst üblich ist, die man zusätzlich erhält. Das nur mal zur Größenordnung, was das Ganze kosten würde, das muss man vielleicht auch ein bisschen im Blick behalten. Dr. Engels, vielen, vielen Dank. Eine ganz kleine Nachfrage dazu tatsächlich, zu den Mehrkosten, das heißt die Werkstatt als Betreiber, also die Betreiber der Werkstatt müssen dieses Geld aber auch irgendwo ja erwirtschaften durch Aufträge. Oder sagen Sie, das sollte eine staatliche Finanzierung werden? Ich glaube, dass die Werkstätten damit überfordert wären. Das ist auch bisher immer wieder deutlich geworden. Man kann nicht erwarten, dass die Werkstätten plötzlich doppelt oder dreimal so viel erwirtschaften an Erlös wie bisher. Das wäre unrealistisch. Also sprechen wir hier von einem staatlich subventionierten Mindestlohn. Also staatliche Gelder müssen hier reinfließen, die natürlich gegengerechnet werden, und das habe ich schon gemacht bei meinen Zahlen, mit dem, was man an Grundsicherungen erspart. Ja, vielen Dank. Dr. Engels, ich hätte noch eine Frage. Es ist ja so, dass der Nachteilsausgleich zur Rente beispielsweise ja auch vom Bund bezuschusst wird, damit dieser Nachteilsausgleich stattfindet. Könnten Sie sich vorstellen, dass man diesen Nachteilsausgleich auch in die Berechnung zumindest mal mit einberechnet, weil das ja auch echtes Geld ist, was letztendlich für den Einzelnen auch aus Seiten des Bundes letztendlich bezuschusst wird? Das ist ja in Ihren Berechnungen letztendlich nicht aufgetaucht, aber beispielsweise ist es ja so, dass bereits auf dem Lohnzettel der Werkstattbeschäftigten das ja nicht auftaucht. Aber das ja passiert nur, weil die Werkstattbeschäftigten arbeiten gehen. Sonst würden sie ja diesen Lohnzuschuss nicht, diesen Rentenzuschuss nicht bekommen. Hielten Sie es sinnvoll, auch diesen Zuschuss mit mal in die Berechnung hineinzubeziehen? Da muss man bei der Erwerbsminderungsrente, beziehungsweise ist ja Erwerbsminderung und im Alter unterscheiden, eben für die Rente zur Zeit der Erwerbstätigkeit und der Rente im Alter. Was jetzt den Zuschlag angeht für die Zeit, wo man in Erwerbstätigkeit noch ist, da haben wir es mit einberechnet, wenn der wegfällt, und haben hier bei unserer Bilanzierung die ganz normalen Arbeitgeberanteile berechnet. Das heißt, auch das, was da der Staat einspart, ist schon mit verrechnet worden. Im Alter ist es eine andere Geschichte. Im Alter hätten wir ja das Problem, dass wir, wenn Rentenbeiträge nur auf der Grundlage von Mindestlohn gezahlt werden, schon auch eine schwierige Altersrentenniveau hätten. Das wäre eher dann auch armutsrelevant und könnte dann wieder zur Angewiesenheit auf Grundsicherung führen. Hier gibt es verschiedene Dinge, die wir diskutiert haben. Die einfachste Sache ist, für die Altersrente das System so beizubehalten, wie wir es bisher haben. Eine etwas kompliziertere Lösung wäre, es gibt ja auch eine Grundrente für alle Menschen, die mit ihrer Rente unter dem Grundsicherungsbetrag sind, die dann aufgestockt wird. Da sind aber die Regelungen zurzeit so, dass es nicht so reibungslos zusammenpasst. Wenn man einen solchen Weg wählen wollte, müsste man da noch viel Arbeit reinstecken, um das anzupassen. Also jedenfalls meine Antwort wäre, für das Alter brauchen wir noch nach wie vor eine Lösung, und eine Möglichkeit wäre, das bisherige System für die Altersrente beizubehalten. Okay, danke nochmal für die Differenzierung zwischen der
zwischen der Situation, die während der Beschäftigung, was die Erwerbsminderungsrente anbelangt, und die Altersrente später. Das nächste Thema ist, wie kann eine Verzahnung mit dem allgemeinen Arbeitsmarkt stattfinden? Dazu darf ich auf die Bühne bitten Elisabeth Kienel, Vorstandsmitglied der Werkstatträte Deutschland, Andrea Strattmann, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der BAG WFBM und unseren Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und ich bin ja glücklich, Herr Engels, dass Sie heute da sind, dass das nicht nur eine One-Man-Show von mir ist. Auch Sie darf ich nochmal auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Wir haben dieses Jahr im Mai das Gesetz zur Förderung des inklusiven Arbeitsmarktes verabschiedet. Die Einführung beispielsweise der vierten Stufe der Ausgleichsabgabe. Wir haben dadurch auch das Jobcoaching auch stärken wollen. Wir haben aber auch zum ersten Mal auch gesetzlich fixiert, dass beispielsweise, wenn Menschen mit Behinderung aus der Werkstatt direkt in den ersten Arbeitsmarkt gehen, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Möglichkeit auch haben, einfach einen zusätzlichen Anreiz, beispielsweise auch die Pflicht an den Pflichtarbeitsplätzen, wenn jemand direkt aus der Werkstatt kommt, dies doppelt, mindestens doppelt angerechnet zu bekommen, damit wir hier Anreize schaffen können. Aber wir merken, es gibt noch trotzdem einiges zu tun, und deshalb habe ich heute einige Teilnehmerinnen und einige Teilnehmer hier, die mit mir darüber reden möchten, bekannte Gesichter, die Frau Strattmann, aber auch Dr. Rolf Schmachtenberg, aber auch Dr. Engels, das ja jetzt uns bekannt ist aus zahlreichen Diskussionsebenen von heute. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte einfach auch wieder hier mit einer Anfangsfrage beginnen, und das geht an Elisabeth Kienel. Wie erleben Sie die heutige Übergangssituation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, was die Werkstattbeschäftigten anbelangen? Hat sich da was verändert? Ist es immer noch so wie immer? Nein, es hat sich schon ein bisschen verändert, aber es könnte noch mehr werden. Zunächst war ja das Wunsch- und Wahlrecht für uns wichtig. Was ja vorhin auch schon besprochen wurde, immer wieder mal erwähnt wurde. Und des Weiteren können Übergänge nur klappen, wenn die Gesellschaft und der Arbeitsmarkt tatsächlich dazu bereit sind. Und Gesetze allein helfen uns nicht. Wenn es nicht tatsächlich umgesetzt werden. Der Arbeitsmarkt ist auch nicht bereit, eine große Anzahl aufzunehmen von Werkstattmitarbeitern. Man kann nicht von Werkstätten erwarten, dass sie ihre Leute nach draußen vermitteln, wenn es kaum Betriebe gibt, bei denen sie arbeiten und die Bürokratie den Übergang noch zusätzlich erschwert. Ja. Vielen Dank. Frau Strattmann, wir kennen uns. Ich war auch schon mal bei Ihnen. Ja. Und wir kommen ja beide aus Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist ja so einiges schön, würde ich mal sagen, aber auch einiges nicht so manchmal. Ja. Und ich hatte ja vorhin auch ganz kurz mal gesagt, dass als es um das Ansehen der Werkstätten ging, dass wir auch als Gesetzgeber vielleicht hier und da es nicht geschafft haben, die Rahmenbedingungen für die Werkstätten ja auch besser zu machen, damit einfach die Übergänge auf den ersten Arbeitsmarkt auch funktionieren. Ja. Was sehen Sie denn
wo die Notwendigkeiten sind, wie auch die Werkstätten dazu helfen können, dass der Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt einfach besser gelingt und dass es überhaupt gelingt. Wir haben ja die Quoten gesehen, wo die Übergänge, wo die Zahlen bei den Übergängen stehen, ist nicht gut letztendlich, aber wie können wir denn wirklich diese Zahlen vielleicht auf einem recht guten zweistelligen Bereich bringen? Ja, also ich kann mich nur Frau Kienl anschließen, das ist natürlich Teamwork. Es braucht an allen Ecken und Enden alle, die bereit sind, sich zu verändern. Also wenn wir hier den Schuldigen suchen und den meinen, in der Werkstatt gefunden zu haben, dann werden wir leider auch keine Lösung finden. Umgekehrt muss aber jeder, glaube ich, auch selbstkritisch gucken, wo kann man wirklich noch weitere Schritte einleiten, ganz grundsätzlich. Ich glaube, wir sollten uns klar machen, dass das ganz Besondere einer Werkstatt, der Werkstattleistung, das ist, dass Echtbetrieb herrscht. Es wird produziert, also Werkstatt verbindet Mensch und Markt. Mensch steht vorne, Markt steht hinten. Aber sie verbindet es miteinander. Das Know-how ist Menschen, die Arrangements brauchen, um am Markt gelingen zu können, dennoch zum Gelingen zu führen. Das ist das eigentliche Know-how einer Werkstatt. Und das zeigt sie unter Echtbedingungen. Und ich glaube, das müssen wir bei all der Diskussion stark im Vordergrund lassen. Also ich höre häufig, dass sich Bildung dann lohnen würde, wenn jemand die Bildung genießt und danach die Werkstatt verlässt. Ich kann nur sagen, der wird die nicht verlassen, wenn die Werkstatt nicht gut ist. Wenn die keine aktuellen Produktionsprozesse hat, wenn die nicht am Zahn der Zeit agiert, dann kann sie nicht einen Menschen vorbereiten auf eine Welt, die einen so vorbereiteten Menschen haben will. Also eine Bildung ist ein Thema, was nach innen wirkt, auf die Strukturen und nach außen wirkt. Und das muss uns einfach mehr in den Vordergrund gerückt werden. Wir haben die Verantwortung, gute mittelständische Unternehmen zu haben, aber sie sind halt sehr besonders. Sie stellen den Menschen in den Vordergrund, was die klassische Industrie draußen nicht tun wird. Egal, ob wir das möchten oder ob wir es nicht möchten, das ist nicht deren Kernauftrag an der Stelle. Und ich glaube, wir müssen lernen, qualitativ hochwertige Werkstätten zu unterstützen. Also beispielsweise, Herr Engels hat es heute Morgen gesagt, Strukturen auch zu finanzieren, dass eine Werkstatt ein guter Mittelständler sein kann. Und gleichzeitig zu fordern, dass Werkstätten sich aber auch bewegen. Plus wir müssen immer die Menschen im Blick behalten, für die der Schutzrahmen nötig ist. Der Markt ist eine harte, leistungsorientierte Welt. Und es wird immer Menschen geben, die kommen dort nicht zurecht. Und für die muss die Werkstatt nicht die Station B sein, sondern eine exzellente Alternative, dauerhaft. Habe ich noch, wenn ich noch ein bisschen habe? Ich glaube, das reicht erstmal. Okay. Vielen Dank. Ja, lieber Dr. Rolf Schmachtenberg, wo siehst du, wo sehen Sie aus Sicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales noch einen weiteren Handlungsbedarf und eine Handlungsempfehlung vielleicht auch, wo es noch uns nicht so gut gelingt, nachdem wir trotzdem dieses Jahr dieses so großartige Gesetz miteinander verabschiedet haben in der Ampel, aber manchmal fehlt ja hier und da noch einiges. Also wir haben dieses Gesetz, was gar nicht so einfach war, hingekriegt, da gab es Widerstände. Hätte ich gar nicht gedacht, aber das haben wir hingekriegt. Aber dieses Gesetz muss natürlich auch erst mal wirken. Und ganz wichtig, weil der Punkt angesprochen wurde mit bürokratischen Hemmnissen, ist auch, dass wir ja schon die einheitlichen Ansprechstellen eingerichtet haben für die Arbeitgeber, wo wir versuchen, genau sie darin zu unterstützen. Also die Aufnahmefähigkeit, was Sie angesprochen haben, zu unterstützen. Also Handlungsbedarf sehe ich tonnenweise. Und zwar faktisch längs der gesamten Zeitachse. Das beginnt im Grunde genommen in der Förderschule, wenn es um den Zugang in die Arbeit geht, wo es um die Orientierung zur Berufsbildung geht, wo aus unserer Sicht die Förderschulen so eine gewisse Neigung haben, dann nur Praktika in Werkstätten zu organisieren und nicht versuchen, auch in anderen Betrieben Werkstätten zu organisieren, Praktika zu organisieren. Da beginnt es bereits. Dann haben wir den Bildungsbereich angekoppelt an die Werkstätten, der das dann noch einmal hier wieder verzahnt. Und dank der hervorragenden Studie von Herrn Engels und Co. KG, sind so viele, ich kürze mal ab mit und Co. KG,
haben wir ja viele Daten und wir wissen, dass gerade junge Leute eigentlich wirklich nicht die Perspektive haben, dass sie in die Werkstatt wollen. Und wir haben die Möglichkeit der unterstützten Beschäftigung, Praktika-Anbietung und dass wir eben wirklich diesen Berufsbildungsbereich weiterentwickeln und da auch mehr Elemente reinbringen, dass diese Berufsbildung auch für den allgemeinen Arbeitsmarkt qualifiziert durch Teilanerkennung. Dass wenn ich also den Berufsbildungsbereich durchlaufe, dass ich Teilanerkennung bekomme für das, was ich kann und damit dann ganz andere Chancen habe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und dann müssen wir uns eben die Hinderungsgründe anschauen, warum viele, obwohl sie aus den Werkstätten auch in den allgemeinen Arbeitsmarkt wollen, das dann nicht machen. Und das hat viel auch mit Ängsten zu tun. Es hat auch viel zu tun mit der Unsicherheit über den Nachteilsausgleich der Rente. Das muss man offen ansprechen, dass wir das eventuell so organisieren müssen, dass das kein Hemmfaktor mehr ist. Ja? Dass man eben möglicherweise hier Chancen hat, eben auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu gehen, ohne dies zu verlieren. Und Stichwort, danke, Stichwort Aufnahmefähigkeit, 9%, dank der Studie, 9% der Werkstattbeschäftigten arbeiten auf Außenarbeitsplätzen. Das heißt, diese Unternehmen akzeptieren ja Werkstattbeschäftigte bei sich. Aber das sind Beschäftigte einer anderen Klasse. Und ich finde das einen ganz wichtigen Ansatzpunkt, dass wir versuchen, hier diese Außenarbeitsplätze tatsächlich zu regulären Arbeitsplätzen umzuwandeln. Und dann haben wir Industriebetriebe, die haben sich angewöhnt, Zuliefererproduktionen hocheffizient in Werkstätten machen zu lassen. Das kann auch umgewandelt werden, meines Erachtens, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Da fließt auch genug Geld. Das heißt, wir haben an verschiedenen Stellen in der Welt der Werkstätten Ansatzpunkte, um in inklusive Arbeit zu überführen. Also das heißt, letztendlich auch die Unternehmerinnen und Unternehmen müssen hier einfach einen Schritt gehen, um dann letztendlich auch die Menschen, die schon in Außenarbeitsplätzen sind, wie du es gerade gesagt hast, auch dazu zu bewegen, zu sagen, sie arbeiten schon bei dir, stell sie doch verdammt nochmal auch bei dir ein. Genau. Super. Aber das gelingt, muss ja Unterstützung geben von Jobs-Coach. Und es muss eine große Finanzierung geben dafür, dass es überhaupt gelingen kann. Und was auch noch ist, die Barrierefreiheit, die noch sehr groß dasteht, wo manche Firmen gar nicht aufnehmen können. Ja. Genau. Ja, wird das. Klar, das Interessante ist aber, dass die an einem Außenarbeitsplatz sind, da scheint es ja offenbar möglich zu sein, in diesen Betrieben. Und da gibt es ja auch die Förderung des Budgets für Arbeit und Jobcoach ist wichtig und begleitende Assistenz ist auch möglich. Also ich denke, da können wir es organisieren und dadurch auch Beispiele schaffen, sodass dann andere Unternehmen auch sehen, aha, wir suchen nach zusätzlichen Arbeitskräften. Guck mal, der Gegenüber, der hat jetzt so drei aus Außenarbeitsplatz dauerhaft übernommen, so ein Team, ich mache das nach. Also die Idee ist, dass wir über diese Gruppe auch positive Beispiele schaffen, die dann auch andere wieder ermutigen und zeigen, es geht. Vielen Dank, lieber Rolf. Frau Strattmann, wenn ich mich richtig erinnern kann, haben Sie sogar Aufträge von Mercedes, von Daimler. Und jetzt könnte man ja auch sagen, gerade Daimler in der Größenordnung könnte doch mal hingehen und sagen, komm, ich brauche sowieso Arbeitskräfte und hast du was für mich? Ja, also ich habe 24 Jahre Erfahrung mit Außenarbeitsgruppen und Einzelaußenarbeitsplätzen und diverse Gespräche hinter mir, wo man Unternehmern eben diese gut ausprobierten Damen und Herren, die schon bei Ihnen auf der Fläche arbeiten, als zukünftige Arbeitnehmer angedient hat. Und es gibt teilweise Erfolge und da kann man, glaube ich, auch noch mehr machen. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt aber teilweise auch schlichten Markt.
dass die einem schlicht sagen, wir stellen auch eigene Leute nicht ein. Wir werden sie nicht einstellen oder das ist uns zu experimentell oder was auch immer. Also wir müssen da noch arbeiten dran, wenn das noch deutlich mehr werden soll. Und wir haben 20% in Außenarbeitsgruppen, was relativ viel ist und, glaube ich, relativ viel Erfahrung. Zu Ihrer Frage, ich möchte jetzt nicht auf ein einzelnes Großunternehmen eingehen, das wäre dann auch Bashing, das machen wir nicht. Und die machen auch wirklich viel, die machen viel für Flüchtlinge und die machen wirklich für viele Zielgruppen viel, also echt okay. Fakt ist, dass man sich natürlich auch schwer tut, zum Teil in der Industrie, sich einen weiteren Komplexitätsgrad zuzumuten. Das ist meine Wahrnehmung in diesen Gesprächen. Es ist nicht unbedingt nur ein Geldfaktor. Es ist die Idee, was heißt das in unseren Prozessen unseres Alltags, der eh schon komplex ist und der Anforderungen aus der Digitalisierung, aus der globalen Unternehmenswelt, aus was auch immer hat, geht das. Und an der Schnittstelle brauchen wir, glaube ich, wirklich gute Beispiele und gute Arrangements, die die Menschen und die Unternehmen unterstützen und nicht nur befristet und auch nicht nur, wenn ein Schwerbehindertenausweis bei der Person vorliegt, weil das interessiert den Unternehmer an der Stelle nicht. Also es wird niemand mit oder ohne Ausweis mehr oder weniger eingestellt. Das ist Unsinn an der Stelle. Ich würde aber gern noch auf ein anderes Thema kurz eingehen. Herr Schmachtenberg hat es eben gesagt und das ist das Thema Teilzeitqualifizierung. Das ist nur wirklich mein totales Steckenpferd. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir uns gewaltig bewegen. Also es gibt die Theorie reduzierten Ausbildungsgänge ja seit vielen Jahren. Wenn die aber für unsere Zielgruppe hilfreich wären im größeren Stil, dann wären die stärker in Anspruch genommen worden. Die sind einfach noch nicht auskömmlich. Die Welt der teilzertifizierten Module einer Ausbildung mit den IHKs und HWKs im Land hoch und runter, die ist nicht in Ordnung, weil das ist ein Engagement der jeweiligen IHK, der jeweiligen Werkstatt, nicht transportabel in den Nachbarlandkreis. Also Artikel 6 Grundgesetz, freie Wohnortwahl gilt nicht mehr. Wenn ich das mal da irgendwo erworben habe, muss ich da wohnen bleiben. Wir müssen eine überorganisationelle und bundesweite Anerkennung dieser Leistungen bekommen, an anerkannte Berufe angedockt und aufbaufähig über das Leben hinweg. Und damit einhergehend auch ein anderes Verständnis von beruflicher Bildung. Man kann doch in einer Welt, wie sie heute ist, nicht mehr 2 Jahre lang Berufsbildung abfespern, ich sage das mal so hart jetzt, und danach kriegt man keine Bildung mehr, lebenslang. Das ist doch unmöglich. Man muss doch lebenslang einen Zugang zur Bildung kriegen. Also von uns wird das gefordert, wenn wir uns nicht lebenslang weiterbilden, dann wären wir doch nicht da, wo wir sind. Und wir müssen unabhängig von diesem Konstrukt Berufsbildungsbereich, Werkstatt, sind die organisatorisch an einer Stelle, an einem Ort, wir müssen auf Qualität achten, dass der Mensch, der eine Chance hat, mit Bildung sich zu entwickeln, einen Rahmen bekommt, das umzusetzen. Das ist existenziell nötig. Vielen Dank. Ja. Dr. Engels, Sie haben jetzt einiges von den Vorrednerinnen und Vorrednern gehört. Deckt sich das mit Ihren bisherigen Befunden oder auch anders gesagt, wie sehen Sie das aus der Seite der Wissenschaft letztendlich, wie der Übergang von Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt besser gelingen kann? Ja, eigentlich sind alle Aspekte genannt worden, auch die Aspekte, die wir in unserer Studie mit aufgeführt haben. Deswegen möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, 4 Stellschrauben und ihre jeweiligen Probleme nennen. Die erste Stellschraube ist, dass die Ausbildung besser auf die Menschen mit Behinderungen zugeschnitten sein muss. Das heißt, Module, die Teilausbildungen ermöglichen und die dann auch überregional anerkannt sind. Das hatten Sie gerade nochmal gesagt. Und dann sollte auch der berufliche Bildungsbereich eigentlich aus der Werkstatt so weit rausgenommen werden, dass es nicht so ein Automatismus ist, wer im Berufsbildungsbereich in der Werkstatt ist, der geht automatisch in den Arbeitsbereich. Das sollte auch irgendwie möglichst vermieden werden. Da hängt natürlich auch davon ab, dass die Ausbildungsordnung entsprechend verändert werden. Und es hängt auch davon ab, letztlich, wenn man das in Richtung duale Ausbildung plant, dass die Unternehmer auch dazu bereit sind. Zweite Stellschraube sind die Unternehmen selber, die mehr oder weniger bereit sind, auch Menschen mit Behinderungen aufzunehmen.
Außenarbeitsplätze, finde ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo schon der Kontakt da ist. Wir haben aber auch, wenn wir beim Budget für Arbeit uns das anschauen, was hier noch an Informationsmangel da ist seitens der Unternehmer. Es gibt ja viel Unterstützung, aber diese Information an Unternehmen mit zusammen das, was Sie gesagt haben, das ist noch so kompliziert, ja. Das ist ja das, wovor Unternehmen zurückscheuen. Das heißt, gute Information und auch die Unternehmen müssen an der Stelle mit an die Hand genommen werden. Gute Beratung für Unternehmen, dass die da nicht sich selber durchwursteln müssen durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten, sondern dass sie das so präsentiert kriegen, dass sie dann auch bereit sind, das mitzumachen. Dritte Stellschraube sind die Werkstätten, die auch selber sich, ja, die ja mehr oder weniger auf dem Weg sind. Wir haben ja auch gute Werkstätten besucht, also gut in dem Sinne, die gute Entgelte zahlen und haben auch gesehen, dass da durchaus auch die Bereitschaft da ist, die Personen zu fördern, die auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln möchten und hier auch eine wichtige Unterstützung zu leisten. Das muss aber nach wie vor auch von den Werkstätten unterstützt werden. Hier muss es ein Übergangsmanagement flächendeckend in allen Werkstätten geben, dass das nicht mehr von der einen oder der anderen Werkstatt abhängt, sondern dass alle diese Aufgabe, nämlich den Menschen beim Übergang zu helfen, dass allen das bewusst wird. Die vierte Stellschraube sind die Beschäftigten selber. Wir haben immer wieder gesehen, dass es doch Sorgen gibt, was ist mit meiner Erwerbsminderungsrente und so weiter. Also das, was jetzt hier verändert werden soll, muss dann auch so überzeugend sein, dass Menschen, die da beschäftigt sind, sagen, hiermit kann ich leben, da lebe ich besser damit als vorher. Und das ist ein Kriterium, das muss erfüllt werden durch eine Reform. Darunter geht es nicht. Danke. Vielen Dank. Wir haben gerade gehört, dass es hier und da vielleicht an der Komplexität scheitert bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, also außerhalb den Werkstätten. Vielleicht frage ich mich, ob auch einfach Mut fehlt, ob man das als Mut bezeichnen darf oder nicht, auch seitens der Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich frage mich aber manchmal, was komplexer ist. Ist inzwischen komplexer, das Rumnörgeln und nicht nach Arbeitskräften finden zu können, aber ich hier 200 tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe, die in diese Unternehmen reingehören. Das ist ja die Frage, was komplexer ist. Ob ich Werkstattbeschäftigte integriere, ob das komplexer ist, oder ob die Suche nach Arbeitskräften komplexer ist, die man sich selbst macht, das Problem letztendlich. Ja. Die Frage ist ja auch, ob unter den 200 tatsächlich alle aus der Werkstatt wollen. Genau. No. Genau, das gehört natürlich auch dazu. Ja. Deshalb hat es auch die Frau Völker vorhin auch richtig gesagt, das Wunsch- und Wahlrecht muss ernst genommen werden. Wer in der Werkstatt bleiben will, der bleibt in der Werkstatt. Wer auf den ersten Arbeitsmarkt geht, der geht auf den ersten Arbeitsmarkt. Das muss ganz klar sein. Genau. Ja, Frau Strattmann. Ich würd gerne noch zwei Aspekte kurz ergänzen. Also ich glaube, jeder, der sich entwickelt hat, ist ein gutes Role Model, ein gutes Beispiel. Und es muss uns mehr gelingen, die Person selber in die Sichtbarkeit zu bringen, auch in Richtung der Unternehmen. Wenn ich da auftrete und sage, die meinigen, die in meinem Werkstattkonstrukt unterstützt werden, die sind grandios, dann sagen alle, naja klar, das muss die ja sagen. Wie schön ist das, wenn ein Mensch selber auftritt und davon berichten kann, was aus ihm geworden ist. Und dafür brauchen wir aber Assistenzmodelle. Und es muss selbstverständlich sein, dass wir darüber nachdenken, was wird denn sichtbar? Werden die Profis sichtbar oder werden die sichtbar, die eigentlich sichtbar werden sollen? Da haben wir, glaube ich, noch Luft an der Stelle. Da müssen wir weiterdenken. Und zweites Thema möchte ich auf jeden Fall ansprechen. Ich glaube, es steht und fällt alles mit gut qualifiziertem Personal. Und wir haben im jetzigen Fachkonzept, was ja für die Anerkennung einer Werkstatt Grundlage ist, schon eine sehr unzureichende Beschreibung, was überhaupt die Zusatzausbildung bedeutet, inhaltlich, qualitativ, die Personal durchläuft, was in einer Werkstatt neu anfängt. Wo wir gar keine Aussagen drin haben, ist, müssen die am Anfang, wenn das vorbei ist, lebenslang sich auch weiterbilden? Und wenn sie sich weiterbilden, wie funktioniert denn das? Und wer zahlt denn das, dass sich weitergebildet wird? Also wir brauchen ein Konzept,
wo wir wirklich sagen können, wir halten die Trainer immer fit und immer am Stand der Zeit. Ein Begleiter, ein Gruppenbetreuer in einer Werkstatt muss doch heute Ahnung entwickeln von Digitalisierung. Das ist doch State of the Art. Woher denn, wenn er nicht da auch weitergebildet wird? Also es muss uns besser gelingen, die Lebendigkeit durch das ganze System zu fixieren, rechtlich zu fixieren, dafür Ressourcen bereitzustellen und das dann aber auch abzurufen. Nur das schafft die Dynamik, die wir brauchen. Ich bedanke mich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die spannende Diskussion. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und dass Sie da waren. Und nun freue ich mich auf unseren Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, für sein Schlusswort. Schön warm hier, habe ich gehört. Heiße Debatten, wichtige Themen. Aber sehr geehrte Werkstatträtinnen, Werkstatträte, lieber Taki, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen des Bundestages, ich soll auch Jürgen Dusel ganz herzlich grüßen, der bei uns in der ersten Reihe ist. Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der BAG, die wir eben auch gehört haben. Und auch liebe Forschende der ISG, ganz, ganz herzlichen Dank für eine wirklich heftige und gute Diskussion heute. Und wir machen das, ich habe es noch mit einem Ohr gehört, nicht um Dinge abzuheften, sondern um Dinge zu ändern. Das ist die erste Ansage, die ich heute loswerden will. Die Werkstattkonferenz, die Werkstatträtekonferenz hat mittlerweile eine wirklich gute Tradition, wenn auch eine junge. Es ist das 16. Treffen und es ist tatsächlich der richtige Zeitpunkt für diese fachpolitische Tagung heute hier. Und deshalb gilt mein erster Dank erstmal allen, die das hier heute organisiert haben. Lieber Taki, dem ganzen Team, auch der Fraktion. Das hier ist der Ort, wo die zusammensitzen, die Dinge zum Besseren ändern wollen. Dafür ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich kann für mein Ministerium sagen, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wir haben versucht heute mit Kerstin Griese, mit Annette Habara, mit Rolf Schmachtenberg und jetzt auch mit mir, deutlich nicht nur Präsenz zu organisieren, sondern klarzumachen, dass wir es ernst meinen. Und ich will gleich dazu kommen. Aber das Wichtigste ist erstmal zu wissen, nach welchen Prinzipien machen wir das eigentlich. Es gibt eine wichtige Regel, die Menschen mit Behinderung einfordern, und zwar zu Recht, wenn sie um ihre eigenen Rechte kämpfen, nämlich nicht über uns, ohne uns. Und das ist auch der Gedanke, der fundamental ist, wenn es um die Zukunft der Werkstätten geht. Denn dazu gehört auch, dass die Werkstattbeschäftigten über diese Zukunft mitbestimmen sollen. Und das muss unser Anspruch sein, wenn wir es wirklich ernst meinen. Sie als Werkstatträte kämpfen für Ihre Interessen. Sie zeigen Probleme auf, Sie sorgen dafür, dass Arbeit besser wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Ideen und Vorschläge von Menschen mit Behinderung öffentlich werden. Das ist auch gut so. Dass diese Ideen und Konzepte in der Gesellschaft gehört werden und diskutiert werden, das ist Ihr Verdienst und auch dafür möchte ich mich bedanken. Das gilt auch gegenüber dem Staat und den politisch Verantwortlichen. Mein Dank gilt natürlich auch der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten, denn es ist wichtig, dass wir bei den anstehenden Reformen, wir haben es eben gehört, Ihre Perspektiven auch einbeziehen an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, Menschen mit Behinderungen können unglaublich viel und sie werden gebraucht, auch als Fach- und Arbeitskräfte. Und das ist in dieser Zeit umso wichtiger, in der wir erleben, dass überall auf der einen Seite über Arbeits- und Fachkräftemangel schon geklagt wird, was übrigens damit zu tun hat, dass der deutsche Arbeitsmarkt heute besser ist als vor 20 Jahren. Und auf der anderen Seite die eigentlichen Aufgaben der Arbeits- und Fachkräftesicherung noch vor uns liegen. Denn ab 2025 werden die geburtenstarken Jahrgänge, die vor 64 Geborenen, die Babyboomer, Stück für Stück in Rente gehen. Und danach sind wir weniger. Und deshalb ist es wichtig, das auch deutlich zu machen. Ich habe das neulich selbst erlebt bei einem Unternehmensbesuch hier in Berlin bei Siemens. Siemens hat ein Mittelspannwerk hier und ich habe die im April besucht. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Spandau 30 Beschäftigte mit unterschiedlichen Formen von Beeinträchtigungen. Das sind 7% der Beschäftigten und damit deutlich mehr als gesetzgeberisch vorgeschrieben. Dieses Unternehmen zeigt auch am ersten Arbeitsmarkt, es geht und die Menschen werden gebraucht. Zur Realität, und das müssen wir aussprechen, gehört aber auch, leider schaffen es immer noch nicht genug Menschen mit Behinderung, eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, wenn sie das selbst wollen und das trotz ihrer tollen Leistung. Das gehört auch zur Wahrheit in Deutschland. Wir haben heute in den Diskussionen
auch feststellen können, Sie haben das hier festgestellt, dass auch die Werkstätten vor erheblichen Veränderungen und Herausforderungen stehen. Ich möchte dazu noch einmal auf die Studie kommen, die eben nicht abgeheftet wird, sondern jetzt Grundlage für Veränderungen sein wird. Ich habe sie gelesen, ich habe viel daraus gelernt und es ist das richtige, wie sagt man neudeutsch, Timing, dass wir heute miteinander darüber diskutieren. Deshalb auch nochmal herzlichen Dank an die Forschenden, Herr Engel und Ihr Team. Das ist eine wichtige Grundlage, um eine sachliche, eine vernünftige Debatte zu haben. Denn eins ist das, was Forschung versucht, erstmal die Fakten zu klären, damit wir uns nicht über Grundlagen streiten müssen und dann auf Basis dieser Fakten im Dialog tatsächlich zu Veränderungen zu kommen. Zunächst also zum Thema Bezahlung, weil das eben auch eine Rolle gespielt hat. Die Diskussion dazu war gut und es gibt viele gute Ideen, die auch in der Studie sind. Und ich glaube, dass wir eine Einigkeit auch heute hier schon feststellen können und müssen. Das System der Bezahlung in Werkstätten muss besser, gerechter und auch verständlicher werden. Und das werden wir auch hinkriegen miteinander. Aber wie wir das schaffen, das müssen wir jetzt miteinander klären. Die Studie hat eine Vielzahl spannender Vorschläge. Ich sage aber auch, wir müssen dafür gute gemeinsame Lösungen finden für die Menschen in den Werkstätten und auch für das, was es für die Werkstätten selbst bedeutet, wenn wir das System reformieren. Es ist, glaube ich, in der Diskussion aber auch sehr, sehr deutlich geworden, wir dürfen das Thema Bezahlung nicht isoliert betrachten. Wir müssen auch die anderen Aspekte mit in den Blick nehmen, die wir damit angehen werden. Und dazu gehört auch ein weiteres Thema, das heute intensiv diskutiert wurde, nämlich, wie schaffen wir es, dass die Werkstätten auch Wege haben auf den ersten Arbeitsmarkt. Es geht tatsächlich um das Wunsch- und Wahlrecht. Etwa ein Drittel der Werkstattbeschäftigten möchten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt es versuchen, aber die Wahrheit ist auch, noch zu wenige haben die Chance und die Gelegenheit, das auch zu können. Und deshalb geht es neben der Bezahlung auch um die Frage, wie wir diese Hindernisse wegräumen, die den Wechsel von der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt behindern. Grundsätzlich müssen wir auch darüber nachdenken, wer kommt eigentlich in die Werkstatt und ist die Werkstatt immer die beste Lösung? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über Alternativen im Zugang diskutieren. Nicht nur in der Frage, wie Menschen, die das wollen und können, auch die Möglichkeiten haben, aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu kommen, sondern auch die Frage, wer kommt rein und für wen ist es richtig? Ich denke zum Beispiel an die unterstützende Beschäftigung, das Budget für Arbeit und das Budget für Ausbildung, das hier auch diskutiert wurden. Diese Möglichkeiten müssen wir von Anfang an aufzeigen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht also wirklich um Wunsch- und Wahlrecht. Und deshalb möchte ich ganz, ganz herzlich dafür werben, dass wir jetzt auf dieser Strecke, die eigentlich mit der heutigen Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion nach Veröffentlichung der Studie in die nächste Etappe geht, diesen Dialog miteinander auch führen. Es gibt unglaublich viele Dinge anzupacken, die wir bei den Werkstätten anpacken müssen. Ich will aber auch gleich sagen, damit es nicht zu Enttäuschung führt, das wird nicht über Nacht passieren. Jeder, der sich damit auskennt, weiß das. Und vor allen Dingen wird es nicht funktionieren, indem wir das von oben nach unten umstülpen, sondern wir müssen das gemeinsam hinbekommen. Und dafür sind die Werkstatträte ganz, ganz wichtige Ratgeber, denn sie kennen die Diskussion als Experten in eigener Sache am besten. Wir starten deshalb jetzt den Beteiligungsprozess, um möglichst viele Erfahrungen und viel Fachwissen einzubinden. Und aus meiner Sicht geht es tatsächlich um 4 konkrete Handlungsfelder, in denen wir noch in dieser Legislaturperiode, also vor der nächsten Bundestagswahl, zur Veränderung kommen müssen. Erstens nochmal der Zugang zu den Werkstätten. Zweitens die Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Drittens die Bezahlung und viertens die Teilhabemöglichkeiten von schwerstbehinderten Menschen insgesamt. Das sind die 4 großen Aufgaben, wo wir gute Lösungen miteinander hinbekommen wollen und auf die Schiene setzen wollen. Das ist aber jetzt nicht so ein Stuhlkreis nach dem Motto, wir diskutieren, bis die Hölle zufriert oder der Himmel schon erreicht ist. Wir haben vor, diesen Dialog bis Ende des Jahres zu führen, mit Ihnen und auch mit anderen Beteiligten. Meine Bitte ist, sich über die heutige Veranstaltung hinaus da einzubringen, mit Ihren Anliegen, mit Ihren Kompetenzen und auch Ihren Ideen. Die besten Ideen, die wollen wir zusammentragen und daraus, wie gesagt, auch ein Gesetz machen.
Ich sage nochmal, ich finde es wichtig, dass wir das wirklich gemeinsam hinkriegen, denn es ist eine große Aufgabe. Meine Damen und Herren, es geht aber nicht nur darum, die Werkstätten besser zu machen. Wichtig ist auch, wir müssen mehr Betriebe dazu bringen, Menschen mit Behinderung einzustellen. Und deshalb war und ist es so wichtig, dass wir endlich nach langer, langer Debatte im Bundestag und im Bundesrat das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes durchsetzen konnten. Denn ganz klar ist, wir haben viele Unternehmen, die eigentlich schon seit vielen Jahren verpflichtet sind, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Und wir haben erlebt, dass es einige geschafft haben, genau null davon einzustellen. Und deshalb will ich nochmal deutlich sagen, ich habe für null Beschäftiger null Verständnis. Und deshalb war es wichtig, die vierte Staffel der Ausgleichsabgabe endlich durchzusetzen. Das war in dieser Koalition möglich, davor noch nicht. Und dafür allen herzlichen Dank, die das mit durchgefightet haben. Das Gesetz hat aber nicht nur die vierte Staffel mit sich gebracht, sondern es führt auch dazu, dass wir das Geld aus der Ausgleichsabgabe zukünftig besser verwenden können. Es soll im Wesentlichen dort benutzt werden, um die Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Wir machen auch das Budget für Arbeit damit attraktiver. Es gibt eben kein Limit mehr beim Zuschuss der Lohnkosten und das ist echter Fortschritt. Ich will es nochmal sagen. Für die Betriebe, die am ersten Arbeitsmarkt jetzt über Arbeits- und Fachkräftemangel klagen, ist es wichtig aufzuklären, dass sie alle möglichen Möglichkeiten haben, technisch und durch Förderung inklusive Arbeitsplätze einzurichten. Aber es ist eben auch Schluss mit den Ausreden an dieser Stelle. Wir haben über 175.000 Menschen mit Beeinträchtigungen, die im Schnitt besser qualifiziert sind als andere arbeitslose Menschen. Und das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen selbstbestimmt leben und arbeiten können. Es ist schlicht und ergreifend auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft, diese Menschen nicht außen vor zu lassen. Das muss in die Köpfe, das muss in die Betriebe. Das ist meine Überzeugung. Über diese Maßnahmen hinaus müssen wir allerdings auch weiterkommen beim Thema der Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderungen können den tollsten Job haben, aber es nützt überhaupt nichts, wenn sie es nicht ins Büro schaffen, wenn es keinen Aufzug gibt, wenn Dokumente nicht lesbar sind, weil der Screenreader nicht funktioniert oder wenn die Mobilität einfach nicht da ist, weil die Lücke zum Bahnsteig zu groß ist. Wir haben eine aktuelle Umfrage, nach der jeder dritte Mensch mit Behinderung nicht alleine mit Bus oder Bahn fahren kann. Und das kann auch nicht so bleiben. Das Problem betrifft fast alle Bereiche übrigens des Lebens und das muss sich ändern. Wir haben da in der letzten Regierung erste Schritte machen können. Zum Beispiel müssen Unternehmen bald darauf achten, dass ihre Geräte barrierefrei genutzt werden können. Oder ein anderes Beispiel, man darf nun Personen auch mit Assistenzhund eben nicht mehr aus Geschäften oder öffentlichen Orten ausschließen. Wir müssen aber noch mehr tun. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Und dazu haben wir uns als Regierungsfraktionen, als SPD, Grüne und FDP auch miteinander verpflichtet. Denn Ziel muss es sein, ein Leben ohne Hindernisse hinzubekommen. Und das muss für alle normal werden. Deshalb will ich erwähnen, dass wir arbeiten auch am Aktionsplan Bundesinitiative Barrierefreiheit. Dazu haben wir die wichtigsten Partner aus Bund und Ländern zusammengebracht. Es geht eben nicht nur um das Bundesarbeitsministerium, sondern es geht auch um das Gesundheitsministerium, Zugang zur Arztpraxis, es geht um die Mobilität und viele andere Bereiche. Und es geht darum, dass der Gesamtstaat, Olaf Scholz würde es einen Deutschlandpakt nennen, von Bund, Ländern und Kommunen an einem Strang zieht, um dann auch im Sinne der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen, Stichwort UN-Behindertenrechtskonvention, deutlich besser zu werden. Wir konzentrieren uns auf ganz konkrete Maßnahmen, die versuchen sollen, das Leben für Menschen einfacher zu machen und nicht nur Hindernisse im öffentlichen Raum verschwinden zu lassen, sondern auch im privaten Umgang. Ich habe es gesagt, es geht um barrierefreie Wohnungen, um Arztpraxen, um Mobilität, um Bus und Bahn und es geht auch um Mobilität im Internet, um barrierefreies Surfen, wenn man so will, um Teilhabe. Und wir haben, glaube ich, deutlich zu machen, auch gesellschaftspolitisch, dass Barrierefreiheit am Ende etwas für die gesamte Gesellschaft ist und nicht nur eine Gruppe der Gesellschaft. Wir können ein besseres Land werden, wenn wir Barrieren einreißen und wir werden sie einreißen müssen. Ich wollte heute hier zum Schluss nach dieser heißen Diskussion eins deutlich machen. Es ist einiges in Bewegung. Wir haben manches erreicht, aber vor allen Dingen haben wir noch viel vor.
Ich will das in einen größeren Zusammenhang stellen. Weil wir im Moment ja eben in der Diskussion auch schon erlebt haben, dass es ganz, ganz leicht ist, in der Situation, in der unser Land ist, die Gesellschaft zu spalten. Es ist ganz einfach, in diesen Zeiten, in denen viele Menschen sich Sorgen machen, Gruppen der Gesellschaft aufeinandertreffen zu lassen. Und ich will es aussprechen hier. Wir haben hier in diesem Bundestag leider und in diesem Land auch rechtsradikale Menschen, die versuchen, Gruppen der Gesellschaft gegeneinander aufzuhetzen. Menschen, die aus dem Ausland kommen, mit den Einheimischen. Menschen, die wenig verdienen, mit Menschen, die gar nichts verdienen. Und das betrifft auch die Stimmung, die geschürt wird von Leuten wie Bernd Höcke oder Björn Höcke oder wie immer er heißt. Die nicht nur keine inklusive Gesellschaft wollen, sondern die Menschen noch stärker ausgreifen wollen. Das sind Kräfte, die wir in diesem Land nicht haben wollen. Und unsere Antwort auf die, die Exklusion befördern wollen, ist nicht, die Inklusion zu verteidigen, sondern mehr Inklusion zu wagen als Gesellschaft. Das ist unsere Antwort, das muss es auch sein. Deshalb wollen wir Fortschritt machen an dieser Stelle. Deshalb möchte ich den Diskurs, den Rolf Schmachtenberg gerade mit der Dame da hinten, ich weiß den Namen leider nicht, geführt hat, klar aufnehmen. Wir wollen und wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit einen Unterschied macht. Weil Arbeit mehr ist als Broterwerb, weil Arbeit etwas ist, was unser Land voranbringt, weil Arbeit Respekt verdient. Aber wir dürfen nicht diejenigen, die arbeiten, gegen die ausspielen, die nicht arbeiten können. Und wir müssen auch wissen, dass bei dem Bürgergeld übrigens ein Fünftel, 25%, die Bürgergeldbeziehende sind, Menschen sind, die arbeiten und die trotzdem ergänzendes Bürgergeld brauchen, um über die Runden zu kommen. Das ist eine Frage unserer Verfassung, dass wir ein Existenzminimum garantieren für alle. Und wer deshalb will, dass Arbeit einen Unterschied macht, der darf nicht willkürlich darüber schwadronieren, diesen Menschen das Existenzminimum zu bestreiten, sondern der muss dafür sorgen, dass Arbeit sich mehr lohnt, durch anständigere und bessere Löhne. Übrigens nicht nur in den Werkstätten, auch darüber hinaus. Und ich will das allen hier sagen, es ist so einfach, Reden zu halten, die die Gesellschaft auseinanderbringen. Das ist das, was Politiker am einfachsten machen können. Das ist der bequemste Weg, in der Zeit Sündenböcke zu suchen, die Gesellschaft gegeneinander auszuspielen. Und möglichst noch gegenüber Leuten zu treten, bei denen man das Gefühl hat, die stehen unter einem. Das ist das, was gerade passiert. Und da muss es Leute geben, die sich vernünftig dagegen vorgehen. Es ist schwieriger, an Lösungen zu arbeiten, als eine Gesellschaft durch Reden auseinanderzutreiben. Aber es ist der bessere Weg für unsere Gesellschaft. Es ist der vernünftigere Weg. Und deshalb kann ich sagen, was diese Tagung betrifft, das hier ist eine ganz, ganz wichtige Etappe, zu der viele beigetragen heute. Werkstatträtinnen und Werkstatträte, die Bundesarbeitsgemeinschaft, die Wissenschaftler, die Bundeskolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, der SPD-Bundestagsfraktion, die das organisiert haben. Damit wir nicht Rückschritt bekommen, sondern wirklich Fortschritt. Ich sage es nochmal. Das hier ist nicht nach dem Motto wichtig, dass wir mal drüber geredet haben. Das hier ist ernst gemeint. Wir wollen den Zugang reformieren, wir wollen den Übergang reformieren. Wir wollen die Bezahlung verbessern und wir müssen Teilhabemöglichkeiten schaffen für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, weil sie schwerstbehindert sind und keine andere Möglichkeit haben. Arbeit macht den Unterschied. Und Arbeit, das ist das Motto meiner Partei, ist das, was unsere Gesellschaft nach vorne bringt. Danke für Ihre Arbeit, danke für die Arbeit aller, die hier heute am Fortschritt arbeiten und damit einen Beitrag zum Zusammenhalt leisten und nicht zur Spaltung der Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben heute die 16. Werkstatträtekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion gehabt. Wie ich gerade auch mitbekommen habe, hier vor Ort waren 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und online in der Spitze waren es 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mein Gott, also das sind 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist wirklich eine Größe, die sich zeigen lässt. Aber was sehe ich auch dadurch? Das Interesse an diesem Thema ist nicht irgendein Interesse. Das beschäftigt einfach alle Werkstattbeschäftigten überhaupt. Und deshalb können wir als SPD-Bundestagsfraktion nicht mehr über dieses Thema hinwegschauen, sondern wir müssen jetzt das anpacken. Und wir haben heute den Start dafür gemacht, dass das für uns nicht irgendeine Konferenz jetzt war, sondern dass es für uns der Startschuss letztendlich für die
Entgeltfrage. Wir wollen die Werkstätten reformieren. Wir wollen, dass die Menschen mehr verdienen. Arbeit muss den Unterschied machen, wie das der Minister auch heute gesagt hat. Und das ist auch das, was zählt letztendlich. Und ich bin aber überzeugt, dass wir das schaffen können. Was ich aber auch auf jeden Fall sagen möchte, wir brauchen dafür einen breiten demokratischen Konsens. Die SPD alleine wird es nicht schaffen. Wir brauchen die Partnerinnen und Partner in der Koalition, die da mithalten, die sagen, jo, wir machen das jetzt zusammen. Jetzt sind die Mehrheiten da, deshalb freue ich mich darauf. Irgendwann denke ich, dass jetzt der Entwurf auf Seiten des Ministeriums kommen wird und dann geht die Arbeit richtig parlamentarisch los. Und da darf man sich auch streiten und da muss man sich aber auch Meinungen anhören dürfen. Und ich hoffe, dass das heute nicht der erste und der letzte Tag gewesen ist, sondern dass wir es vielleicht in dieser Frage, wie damals beim BTHG-Prozess, schaffen, dass in der ganzen Breite zu diskutieren, dass nicht nur eine öffentliche Anhörung stattfindet, dass wir ein anderes Verfahren finden, wie wir uns öfter treffen können, damit diese Frage von der Basis her geregelt wird und nicht nur von uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Deshalb habe ich auch heute gesagt, ich wünsche uns allen Glück auf und wir gehen heute in Freundschaft auseinander mit der Hoffnung auf eine bessere Werkstattzukunft.